Hallo und herzlich willkommen an alle Freunde des Trash-TV. Wir werden heute etwas ganz Besonderes für euch machen. Wir werden die erste Staffel Total Divas rekapitulieren. Mit dabei ist der größte Total Divas-Fan nach mir, unser Travis. Hallo. Ja, Total Divas, etwas für Freunde der gepflegten Unterhaltung, würde ich meinen. Oh ja. Immer wieder für viele Lacher und Oh my God, Moment so gut. Besonders irritiert zeige ich mich ja immer darüber, dass man nicht Oh my God sagt, sondern dass sie immer Oh my gosh sagen. Oh my gosh, ja, in der Tat. Und gerade in der letzten Folge, jetzt in dem Staffelfinale, ist mir das aufgefallen. Ich glaube, Brie Bella hat es öfter gesagt als Booker T seine Phrasen damals, als er noch Kommentator war. Ja, öfters als die Faye Five kam beim Heiratsantrag, war das doch ganz besonders. Ja. Oh my gosh, Brian. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Also sie sagen auch total oft, and I'm like, are you serious? Ja, ich glaube so, die Amis haben nicht ganz so viele Floskeln, die sie benutzen. Ja, also oh my gosh ist schon auch ganz einfühlig. Aber es sagen wirklich alle auch, oh my gosh. Egal, ja. Ob es jetzt die Kerle oder die Weiber sind. Das ist mir so, wenn ich jetzt normale WWE-Shows schaue, kommt mir das nicht so oft vor. Aber bei Total Divas ist es extrem. Will man damit die Bedeutung dieser Momente noch mal ein bisschen hervorheben? Anderes Skript wahrscheinlich einfach nur. Mag der Writer gerne bevor. Ja, dann fangen wir doch am besten mal, würde ich sagen, bei Folge 1 an. Im Original Welcome to the WWE. Ja, alles war kurz vor WrestleMania 29. Die Vorbereitungen haben begonnen. Und ja, Nikki war mit John Cena schon zusammen, Daniel Bryan mit Brie Bella. Und dann hatte man außerdem halt noch die Funky Knuckles sind dabei. Naomi und Cameron, da heißen sie dann Trinity und Ariane in Real. Dazu Arianes Real-Life-Friend Vincent. Der größte Dödel auf der Welt, aber unheimlich unterhaltsames Kerlchen. Definitiv ein absoluter Main-Event-Player in der Show. Ja, Trinity ist auch mit jemandem zusammen aus WWE. John Uso, das müsste Jimmy Uso sein. Ja. Ja, da habe ich auch jetzt 14 Folgen für gebraucht. Und JME musste es mir sagen. Ja, wir haben Natalya und Tyson Kidd. Und die beiden Newbies, Eva Marie und Jojo. Habe ich irgendjemanden vergessen von den Hauptdarstellern? Nein, ich glaube nicht. Nein. Ja, und schon in der ersten Folge hatte Nikki Bella ihre Zweifel daran, ob die Beziehung mit John Cena wirklich lange halten kann. John Cena hat ihr schon direkt in der ersten Folge, beziehungsweise eigentlich ja schon 2 Jahre vorher, wo sie sich angefangen haben zu daten, klar gemacht, ich möchte keine Kinder, ich möchte nicht mehr heiraten. Und so zog es sich eigentlich ja durch die ganze Staffel, dass Nikki Bella immer diese Zweifel hatte und John Cena, nein, ich möchte aber nicht. Ein wiederkehrendes Motiv, was allerdings immer wieder an Intensität zugenommen hat. Und es wurde ja sogar aufgegriffen in der letzten Folge, dass sie es zuerst akzeptiert hat, aber dann im Laufe der Zeit hat sie sich immer mehr Fragen gestellt und ihr Umfeld betrachtet, was ja Kinder in großer Form hervorgebracht hat, wie es scheint. Und sie wollte ja eigentlich immer Kinder. Und ja, das, am Ende hat es ja einen Cliffhanger gegeben, mit To Be Continued. Und ich kann jetzt nochmal fragen, wie sich das in der Zeit zurückführen wird. Ja, da können wir ja später noch drauf zu sprechen kommen. Aber kannst du dir Nikki Bella als Hausfrau und Mutter vorstellen? Drei Worte. Oh my God. Ja, die richtigen Milchtüten hat sie ja mittlerweile. Kochen kann sie. Ich weiß nicht, ob sie kochen kann, aber sie war stets bemüht zumindest im Laufe der Staffel. Ja, aber da kommen wir ja auch noch drauf zu sprechen mit Cena und ihren Kochkünsten. What are you doing? Ja. Ja, und Vincent kam am Anfang der Staffel hier in dieser ersten Folge noch wirklich rüber wie der letzte Idiot. Machte Ariane ständig irgendwelche Szenen, machte da einen riesen Aufstand, war ständig besoffen und hat irgendwie versucht zu tanzen und Trinity war sehr entsetzt darüber, war völlig blamiert und Ariane konnte es nicht verstehen, aber sie hat wenig auch immer in die Schranken zurückgewiesen. Ach, aber sowas geht halt nicht während der Arbeit. Ich glaube, es ging darum, irgendjemand hatte einer von den Brodus Clay, glaube ich, oder so, eine Szene gemacht wegen irgendeinem Match, ne? Oder so, und er. War das nicht so, dass das Brodus Ariane irgendwie zugerufen hätte, you suck oder so? Ja, irgendwie so, und Vinny war damit nicht einverstanden.
Ja, Winnie war damit nicht einverstanden und hat dem Typen, da wollte er zusammenscheißen, also Brodus, und ja. Dann gab es wieder den berühmten Zensurton, so 30% aller Sätze waren dann zensiert von dem guten Winnie, der natürlich nicht mehr an sich halten konnte, wenn sein Baby beleidigt wurde. Ja, das Highlight der Zensurfolgen war ja die, wo Niki Bella das erste Mal in John Cenas Haus war und John Cena dann seine Fische ihr vorgestellt hat und jeder muss irgendeinen schmutzigen Namen haben, weil bei jedem Fisch kam Piepton. Das ist aber nur Platz 2, weil Platz 1 für mich unbestritten war die Szene, als Cameron, also als Arian, mit ihrem Auto durch die Gegend gefahren ist und der Typ oder die Frau vor ihr zu langsam war und wo sie dann ausgestiegen ist und die übelste Beleidigungsorgie hat folgen lassen. Da war ja nur alles zensiert. Stimmt, ja. Wo ich mich, aber das ist auch ein wiederkehrendes Motiv. Ja, wo ich mich immer noch gefragt habe, sie ist empört. Sie stoppt das Auto, steigt aus, nimmt ihren Kaffee mit, nur um den dann der Olna ans Auto zu schmeißen. Wieso hat sie in dem Moment ihren Kaffee mitgenommen? Ja, das hätte natürlich in der ersten Folge noch nicht jemand ahnen können. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, direkt in der ersten Folge, das hat mich ja schließlich motiviert, das Ganze weiter zu verfolgen, das ist eine Charaktereinführung, also das waren lauter Debüts in der Show, die man da hat passieren lassen, davon sollte sich Raw mal eine Scheibe abschneiden. Das ist, da guckt man mal die erste Folge und denkt sich, was zur Hölle, was geht denn da ab? Also das sind ja alles Menschen, die interessieren mich ja, die unterhalten mich. Ich muss unbedingt die nächste Folge sehen. Also das hat wirklich, also als erste Folge, als Anreiz, war man direkt schockiert und ja, hatte gleichzeitig irgendwie Lust auf mehr. Wie zumal, der berühmte Autounfall, wo man einfach hinsehen muss. Zumal ja hier die Seite auch hier, ach, die Seite sag ich jetzt schon hier, die Sache mit Eva Marie und Jojo war, die ja da ihr Debüt gegeben haben, und Eva Marie sollte sich ja die Haare blond färben. Ach, weil ja. Sie sieht ja sonst so aus wie die Bellas und die das geht Bella. Ja nicht. Und ganz ehrlich, mit braunen Haaren sah sie besser aus als mit roten noch. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie mit braunen Haaren aussieht. In meinen Augen noch ein bisschen besser, aber mir gefällt auch dieses dunklere Rot, dieses Bordeaux-Rot ein bisschen besser als dieses Grelle, was sie jetzt im Moment hat. Aber davon mal ab, sollte sie sich ja die Haare blond färben, weil keine andere Diva in WWE ist blond. Hattest du natürlich Natalia wie, hallo, ich bin blond, Mädels. Ja, ja. Aber Nettie ist ja so die graue Maus, die wird ja nicht ernst genommen. Ja, und dann hat Eva Marie doch tatsächlich gewagt, sich die Haare rot zu färben, weil sie sich nicht blond vorstellen konnte. Und, wie heißt nochmal die Olle? Nicht Mark Carano und dann die für die Frauen zuständige da. Keine Ahnung. Ja, die war dann total begeistert. Hat auf jeden Fall Schwein gehabt, dass sie ihren Job noch behalten durfte. Aber WWE zum ersten Mal ans Bein gepinkelt, ne? Ganz genau. Da wurde das erste Mal deutlich, dass Eva Marie es mit ihren Regeln nicht so ernst nimmt, wie man auch in der nächsten Folge sehen sollte. Ja, möchtest du sagen, was da passiert ist in Folge 2? Ja, bei mit der Tango with Fandango. Genau, mit dem Titel Tango with Fandango, wo Eva Marie auf die Idee kam, ja, ich als Newbie, ich muss mir natürlich einen Namen machen. Und wie könnte das besser sein, wenn ich mich an einen der WWE-Superstars ranschmeiße? Und ja, der Fandango, damals noch mit wechselnder Tanzbegleitung, das war ja nach WrestleMania, ich sag einfach, ich habe eine klassische Tanzausbildung und dann komme ich auch zum ersten Mal ins TV, weil ich bin eine attraktive junge Dame und dann nimmt er mich halt einfach als sein Valet, als sein Tanzvalet und ab ihr die Benelucci. Problem war, sie hatte keine klassische Tanzausbildung. Sie konnte nicht tanzen. Weder und Ballett noch ganz schön Ärger. Alles. Sie konnte gar nichts. Nee, sie konnte wirklich nichts. Ich weiß nicht mehr genau, sie ist dann einfach irgendwie umgehopst und dann standen die anderen Divas im Hintergrund und dachten, oh mein Gott, was macht sie denn da? Da kann ich ja besser tanzen und sowas und kann sie nur. Und danach ist sie auch wieder, das ist jetzt echt ärgerlich, Stephanie McMahon, genau. Dann kommt zum ersten Mal Stephanie McMahon und dann hat sie richtig Ärger mit Stephanie McMahon bekommen. Du hast die Company, hast du in ein schlechtes Licht gerückt und du hast uns alle blamiert und du kannst froh sein, dass du nicht gefeuert bist, schon wieder. Ja, also 2 Folgen, 2-mal fast gefeuert, das war natürlich, also. Und wie sie sich an Fandango angebiedert hat, da, in der Folge kam ja dann auch zum ersten Mal raus, sie hat einen Verlobten, wie wir später erfahren durften, Jonathan. Der Superstar schlechthin. Und Jojo war ja ganz entsetzt, boah, wie kannst du dich nur an Fandango so ranschmeißen und so, du bist ja voll am Flirten mit dem. Und das geht doch nicht. Ja. Weil, nee, das mit, ach nee, das kam später, ne? Mit Jojo und Justin Gabriel, ja, das kam in Folge 6 erst. Das kam noch ein bisschen später, ja. Aber es dauert auch nicht mehr lange. Ja, und auch, ich fand,
war die Namengebung. Also alle heißen mit ihrem realen Namen, also auch Benny Bryan ist Ryan Danielson und so weiter. Und Ariane und Trinity, aber Fandango ist Fandango. Das ist herrlich, ne? Das habe ich auch nicht. Genauso wie jetzt hier mit den anderen, die da, Justin Gabriel zum Beispiel, immer so diese Gastauftritte. Alicia Fox. Das ist dann schon. Aber Roman Reigns war auch John Anuai oder wie er immer heißt. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Der war auch nur einmal da irgendwie im Fitnessstudio, als sie sich da gedehnt haben, der stand da rum und hat und Hallo gesagt, aber trotzdem. Naja, es variiert, aber bei Fandango fand ich es halt besonders lustig. Auch weil der irgendwie trotzdem so ein bisschen auch wieder wie der Depp rüberkam, den er im TV darstellt, fand ich so ein bisschen. Ja, dann. Ja, und außerdem, während der Folge. Genau, der Urlaub, Genau, der berühmte Urlaub von Nikki und Brie und Brian und John. Irgendwo in der Pampa. War das nicht bei in Daniels Haus in Aberdeen, Washington? Ja, das ist gut möglich. Das war das Haus seiner Eltern, wo er dann kurz. Genau, wo Nikki dann meinte, kannst du dir wirklich vorstellen, hier ewig zu leben? Ja, und dann hat sie mit John ganz heimlich, das geht doch nicht, hier kannst du doch keine Kinder großziehen und wir wissen ja, dass das Brie auch so ein bisschen Glamour braucht und das kann er eh nicht tun. Das hat sich ja im weiteren Verlauf der Staffel dann als falsch herausgestellt. Genau. Wie zum Beispiel in der letzten Folge, wo dann Brie und Brian da in dieser Waldhütte waren, feststellen mussten, dass das Klo nur durch ein Regal im Raum getrennt war und sie dann so gelästert haben, ja, Nikki und John wären nach 10 Minuten schon in das nächste 5-Sterne-Hotel gedüst. Ja. Und was hat Brie gesagt? Oh mein Gott, das ist das erste Mal, dass wir uns gegenseitig beim Scheißen zusehen. Ja, das wird unsere Beziehung für immer verändern. Ja, auf jeden Fall gab es ja dann diesen Holzhack-Wettbewerb, den die Frauen gewonnen haben, oder? Ja. Gut, sie hatten ein wenig Vorsprung. Aber Daniel Bryan mit seinem Bart im Holzfäller-Outfit. Also das Ding ist, diesen Ausschnitt habe ich, glaube ich, als erstes vor einer richtigen Total Divas-Folge gesehen, wo halt Daniel Bryan mit einer Holzfäller-Axt oberkörperfrei irgendwie halt was kaputt schlägt. Ich dachte mir, nee, komm, ich stelle den doch jetzt nicht da wie den letzten Lumberjack, aber doch, tatsächlich. Es sollte tatsächlich so enden letztendlich. Und ja, naja, wer tut das nicht und kommt spontan auf die Idee hier, lass uns doch mal in die Wette Holz haben und dabei mit Oberkörper kommen. Aber naja. Ja, und Highlight noch in der zweiten Folge war auch Ariane Trinity hatten eine Wardrobe Mail Function. Ja, mit Sandra, ihrer Garderobenfrau. Ja. Die schon für sie die Garderobe macht, seit sie, da sind. In der WWE und Funkadactyls. Ja, sie wollten doch unbedingt mal irgendwas Neues, waren dann aber nicht der Meinung, dass Sandra das hinkriegt, haben dann hinter Sandras Rücken dann irgendwie so ein Serien-Schneider oder irgendwie sowas kontaktiert, ne? Genau. Und der hat es dann auch nicht hingekriegt, weil er hat was gemacht und Trinity hatte dann, oh, hier, meine Schamlippen gucken raus, meine Möpse springen raus. Okay, so das hat sie ja gesagt. Ja, haben sie auch unten den Bereich dann immer schön kaschiert, ne, mit unscharf gemacht und ja, da musste Sandras alles retten, aber eigentlich wollte sie ja nicht, weil sie fühlte sich ja hintergangen und so. Ja, war schon tragisch. Ja, wunderbar. Ja. Weiter? Ja, Folge 3. Planet Funk is funked up. Ja, Trinity und John Uso hatten Heiratsprobleme. Beziehungsweise sie waren sich unsicher. Sollen sie heiraten, sollen sie nicht heiraten? Beziehungsprobleme im weitesten Sinne. Das hatten eigentlich alle, ne? Beziehungsprobleme auch. Ja, auf jeden Fall. Mal Jojo? Mehr, mal weniger. Also bei Brie und Brian war der Höhepunkt ihrer Beziehungsprobleme, dass sie apathisch nebeneinander im Auto saßen. Aber bei John Uso, der ist ja, das ist eigentlich auch Schwachsinn, der heißt auch John Fatu eigentlich, weil das die Fatus sind und die Anuais sind zwei verschiedene Samoa-Clan in der WWE. Aber der hat, glaube ich, einen Teller auf den Boden geworfen, weil er es nicht mehr ausgehalten hat, die Probleme mit seiner Frau bestreiten zu müssen. Ich muss aber sagen, dass der John Uso Fatu, wie auch immer, extrem sympathisch rüberkommt in der Serie. Den finde ich eigentlich eine richtig gute Sau. Ja, also zwar ab und zu ein bisschen schwierig, aber so eine richtig coole, lässige Sau. Ja, also von den Boyfriends noch einer der normaleren, würde ich sagen. Ach komm, eigentlich sind die alle klasse. Vinny, so doof wie er auch ist, ist zumindest unterhaltsam. Also ich finde Jonathan langsam. Ist schon wieder unterhaltsam, aber ich finde Jonathan ist für mich so der letzte Assi. Also der ist ja nicht mal lustig, aber der kommt ja auch zum Glück nicht besonders oft vor.
Ich finde Cena so ein bisschen... Cena kommt rüber wie der letzte Arsch und der uninteressanteste Mensch auf der Welt. Aber manchmal ist er halt der Moralapostel, der das Gute im Menschen bei seiner Freundin wiederentdeckt. Aber naja, da kommen wir noch anderen Beispielen zu. Ja, und dann gab es dann Anfang noch Sebastian, ne? Ja, richtig, genau. Denn, das war übrigens als Randnotiz die meistgesehene Folge der gesamten beiden, also der Staffel, es war ja eine Zwischenstaffel, der Staffel, eine Zwischenstaffel mit 1,67 Millionen Zuschauern. Und unter anderem so durften sich diese Massen an Zuschauern dann ansehen, wie JoJo mit ihrem Freund Schluss gemacht hat, ihrem scheinbar langjährigen Freund, ein ziemlicher 0815 Mann. Also man denkt ja immer, dass die so eine Humper als Freundin haben, wie zum Beispiel auch Eva Marie oder halt, keine Ahnung, so eine Sunny Boys, aber der war so ein Durchschnittstyp eigentlich nur, da kamen sie besuchen, dann irgendwie 600 Millionen Meilen entfernt wohnte der irgendwie, also sie hat wohl eine ganze Reise auf sich genommen, um eine Diva zu werden. Aber sie ist jetzt ja auch nicht so das Glamour Girl, sie kommt so wie das schüchterne kleine Mädchen von nebenan, so ein bisschen süß, nicht so heiß, sondern eher so süßlich, ja. Ja, dann kommen wir gleich noch. Also, du hast recht, bis dahin schien es so. Und es nahm alles eine dramatische Wendung, denn die beiden machen Schluss. Ja, er hat ihr ein Ultimatum gegeben und sie hat sich für die Karriere entschieden. Wie man jetzt so im Nachhinein sagen muss, vielleicht nicht der beste Schritt, weil in der Mid-Season tauchte sie wirklich nur noch als Randperson auf. Ja, und was heißt das schon, wenn man plötzlich bei Total Divas nur noch ein Jobber ist? Nein. Oh my gosh. Ja, und das berühmte Removing the Phoenix, bitch. Ja. War gar nicht einverstanden mit Brie, mit ihrer Entscheidung, dass sie und Brian nach Phoenix ziehen. Um, Zitat, glaube ich, mehr Zeit mit ihrem Hund zu verbringen. Ja. Josie. Richtig. Weil ich glaube, in Phoenix wohnt doch ihre Mutter. Ja. Genau. Da ist ja der Hund meistens dann und. Ja, Niki hatte schon Angst hier, wir sind ja Zwillinge, immer alles zusammen, das wird uns entfremden, wie dramatisch. Hat ihr dann auch eine Szene gemacht, aber irgendwann kam sie dann, weil es ja eigentlich immer ein Happy End am Ende gibt. Es ist ja eigentlich auch immer derselbe Aufbau. In den ersten 5 bis 10 Minuten gibt es die Einleitung und was so die Probleme dieser Folge sein werden, eigentlich bei allen, weil es gibt ja bei jedem eine dramatische Wende oder ein positives Ereignis. So bis zur Mitte gibt es dann den Aufbau. So bei 30 Minuten ist dann der Klimax und dann müssen sie in den letzten 15 Minuten so die Katastrophe abwenden oder natürlich das positive Ereignis zelebrieren. Und so war es da auch mit den Bella-Twins, ist eigentlich immer dasselbe. So in der Hälfte der Folge fliegen dann die Fetzen und dann am Ende umarmen sie sich und aha, ja, wir sind doch Zwillinge, wir lieben uns doch und dann ist alles wieder gut. Aber man hat zumindest einen sehr konsequenten Aufbau, den man bei Raw zum Beispiel oft vermisst. Und da hast du natürlich. Was das einzige Problem. Man wird es nicht haben, dass die Leute plötzlich nach dem zweiten Drittel der Show abschalten. Ja, das Problem wäre nämlich, und schaut man nur die erste halbe Stunde oder ersten 40 Minuten, würde man bei jeder Folge den Eindruck haben, John Cena ist der größte Arsch der Welt. Wenn man sich nicht mehr das Ende anguckt, wie er dann nochmal zurückrudert, denkt man immer, boah, ist das ein Arsch, ist das ein Idiot. Der redet aber auch in jeder Folge. Also geschwollen politisch korrekt. Bin ich auf, der redet immer so, ja, also weißt du, ich habe natürlich nichts dagegen, wenn du hier wohnst, ja, aber du bist nur mein Gast. Ja. Der grübelt so in sich rein, finde ich so. Uninteressante Persönlichkeit. Ja, Folge 4. Absolutes Highlight. The Fat Twin. Denn es ging darum, dass Nikki Bella sich Sorgen gemacht hat um ihr Gewicht. Und in der Folge kam es natürlich, wie es kommen musste. Es wurde gezeigt, dass sie des Öfteren mal einen einbringt. Auch wenn Rhea nun diejenige ist, die manche Probleme mit Alkohol hat, aber das kommt ja auch noch. Des Öfteren mal ein bisschen mehr isst, ein anderes Essen bestellt als ihre Schwester. Und dann fiel der Satz so, ja, Nikki, kein Wunder, dass alle sagen, du seist fett. Und daraufhin kam es, glaube ich, zu einem der größten Streitgespräche zwischen den Mella Twins. Die haben sich wirklich, also dass da flogen die Fetzen. Aber ja, nun ja, passiert eben. Und am Ende der Folge war es dann natürlich doch wieder gut. Aber es hat sich ja auch wieder über die Staffel gezogen. Also Nikki war ja immer, also Brie hat ja richtig hart trainiert und die ist ja wirklich rank und schlank. Und ja. Vor allen Dingen durch ihre Verletzung später hat ja Nikki dann doch ordentlich was zugenommen. Und kannst du dich noch an die Folge erinnern, jetzt kommen wir auch später dann bestimmt nochmal, wo die beiden bei Psyche als Gaststars waren?
Ja, wo Niki fast, oder war das, wo, nee, das war, wo Niki fast den Termin verpasst hat für die Gespräche. Ja, und da hat sie ja vorher Brie angerufen und erstmal gesagt, hi, here are the Bella Twins. Wer meldet sich so am Telefon? Keine Ahnung. Hat ja dann ihre Größen durchgegeben, ja. Ich habe irgendwas mit B. Ach ja, oh Gott. Ricky hat D und I weigh 123 and Nikki 130? 135? Ja, passt schon. Ja, ja. Ja, aber sie. Nein, was ja die ganze Zeit ein Themenpunkt in der gesamten Saga, nenne ich das jetzt mal, ist. Ist ja, dass die Bella Twins alles zusammen machen und Angst haben, dass sie nicht sozusagen voneinander unterschieden werden können und nicht für sich selbst stehen können. Also ja, wenn ich das Problem habe, dann hat Niki natürlich den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Jetzt kann man das auseinanderhalten, nicht wahr? Ja. Aber apropos Brüste und Brust in Bataille. Oh ja, das war für mich das absolute Highlight. Was für eine Überleitung, finde ich auch übrigens. Boah, dass Marian ihre Brüste zu klein findet und deshalb darüber nachgedacht hat, Brustimplantate zu bekommen. War das, wo sie dann auch in diesem Schönheitschirurgie-Center waren, wo dann so das komische Model sich ausgezogen hat und John Uso ihre Brüste anfassen sollte? Ja, hier los, schlacker mal ein bisschen. Da wundert mich ja, warum hat sie denn eigentlich da nicht Vinnie mitgenommen? Oh. Ja, der fehlte. Ja, aber dann hat sie stattdessen, statt direkt sich Implantate machen zu lassen, was wahrscheinlich auch eine Pause für die Karriere bedeutet hätte, hat sie sich nur so, die Silikonkissen mitgenommen. Ja, genau, Silikonkissen, die sie sich halt eben dann in den BH gesteckt hat. Und dann gibt es eine berühmte Szene, wo sie in den Pool springt. Und die Dinger verliert. Und schwimmen dann an der Oberfläche, was eine schreiende Trinity, eine schreiende Naomi also zur Folge hat. These things float! Where are my boobs? Ja, und hinterher gab es ja dann auch noch die Szene, wo sich die Bellas einen Streich erlaubt haben und eins von den beiden Silikonkissen geklaut haben. Und sie musste dann mit einer Hupe da bei Raw rausgehen. Hat sich dann noch schnell auf dem Klo da ein bisschen Taschentücher reingestopft und hatte dann die ganze Zeit Angst, oh, was könnten die Leute denken, das könnte man sehen, oh, ich kann jetzt gar nicht hopsen richtig. Am Ende hatte sie sich dann aber doch gegen die Brustimplantate entschieden. Es wäre einfach nicht sie selber gewesen. Aber es war herrlich zu sehen, wie sie da die ganze Zeit mit den Silikonkissen überall rumlief und dann am Pool auch, oh, schaut mich an, schaut mich an, ich habe jetzt dicke Hupen. War es nicht auch so, dass sie dann bei dem Match, dass sie mit den Implantaten bestritten hat, dass man dann gesehen hat, dass da Taschentücher rausgeguckt haben? Weiß ich nicht, ich weiß nur, die eine Brust war größer. Ja. Anstatt sie dann beide rauslässt, aber es ging ja nicht, weil Sandra ja extra ihr Outfit größer gemacht hat für die Dinger. Die hat ja extra noch Zusatztaschen eingebaut. Oh, herrlich. Und es gab noch einen weiteren Handlungspfad in dieser Folge, denn Natalia und TJ haben Probleme mit ihrer romantischen Beziehung, denn TJ war ja damals noch verletzt, heißen Kid, sollte es auch noch eine ganze Weile bleiben. Und weil er nur zu Hause rumsitzt und nur Zeit mit der Katze verbringt, ist ihr Sexleben eingeschlafen und sie hätte gerne mehr und er nicht. Ja, zumindest hat er den Wink mit dem Zaunfall nicht so ganz verstanden. Es wirkte immer, oh, hier, Neddy, ja, ich bin doch hier, ich kümmere mich um die Katzen, ich bin am Daddeln und. Das ist Szene. Ich meine, Tyson Kidd sitzt da, guckt natürlich Monday Night Raw, was auch sonst. Ja, der guckt immer was. Wenn dann seine Frau in die Suits zu ihm kommt und sich auf ihn draufsetzt, hat er nichts Besseres zu tun, als erstmal weiter zu gucken und zu sagen, man, Brian's really good, huh? Ja, sie meinte ja auch noch hier, ah. Guck mal, was ich anhab, das habe ich neu und so. Dafür gibst du Geld aus? Ich weiß nicht, ob du die kultige Frauentauschfolge mit Halt, Stopp, Andreas kennst. Nein. Aber da gibt es eine ähnliche Szene, wo sich seine ultra fette Frau, nicht aber im Gegensatz zu Nettie, auf ihn drauf sitzt, ebenfalls in Suits. Und er sagt ungefähr genauso überzeugend wie Tyson Kidd, Eva, Fernseher weg. Nein, ich will jetzt nicht. Und irgendwie war das hier so ähnlich, nur halt etwas subtiler von der guten Natalia. Aber es hat nicht geklappt und dann gab es auch einen Streit, aber letztendlich endet das, glaube ich, in einem romantischen Dinner zu Hause mit Rosen und sonst was. Und da hat eine völlig andere Seite von sich gezeigt und sie war ganz berührt. Und alles war wieder gut. Ja, dann Folge 5, Feuding Funk the Deckels.
Funkadactyls, oh mein Gott, das ist immer zu schwierig auszusprechen. Das als Brodus Clay das noch selber angesagt hat, dass man die begrüßen soll, habe ich das noch nie verstanden, was er überhaupt gesagt hat. Ja, Trinity und Ariane, das war so der Hauptfaden dieser Folge, hatten sich sehr stark gestritten. Ich weiß gar nicht mehr genau, worum es ging. Ehrlich gesagt, war das nicht, dass sich einer von beiden immer vor der andere gestellt hat? Das war doch da, wo sie dieses komische... Genau. Ariane wollte ja, dass die mehr mit der Kamera arbeiten und so mehr... Ja, oh, das, was in dem Promo, da in dem Vorschau immer genau, war. Ich finde das so herrlich. Ich muss mich jedes Mal bepissen, wenn ich die Einleitung sehe. You have to work the face, you have to work the camera. Wie du sagtest, herrlich. Und dann waren die ja, glaube ich, dann auch auf dieser Go-Kart-Bahn, ne? Wo sie sich da fast geprügelt haben. Ja, genau, wo sie sich geschubst hat und das dann später auch wieder zu Stephanie McMahon kam, wo sie dann meinte so, you pushed her. That's not what we stand for. Ja, und mach das bloß nicht in der Öffentlichkeit. Das ist ja gut. Immerhin bist du bei der WWE, da geht es um Wrestling, da schubst sich niemand. Hm. Naja. Ja, zumindest nicht hinter der Kamera. Oder hinter der falschen. Ja, gut. Aber naja, was gab's da noch? Also natürlich haben sie sich am Ende wieder vertragen, weil die sind ja die Funkadactyls und die können nur zusammen existieren. Ja, Brie hat Nikki wieder dazu überredet, wieder Kontakt mit dem Vater aufzunehmen. Da hat wohl die Familie irgendwie damals im Stich gelassen. Und es war eigentlich ein relativ langweiliger Ausflug, storyline-mäßig, weil es irgendwie so ein bisschen so einen ernsten Quatsch hatte, dass wir ja nicht ansehen. Aber man scheint sich ja angenähert zu haben, weil er hinterher bei der Verlobungsfeier da von Daniel und Brie wieder dabei war. Weil ich es auch komisch finde, dass Zwillinge so eine unterschiedliche Beziehung zu ihrem Vater haben. Aber irgendwie haben sie sich dann ja wieder zusammengesetzt und dann war es vorbei. Aber es war so ein nerviges Hin und Her während der Folge. Ja, und Nettie und TJ waren für Raw in Kanada, ne? Und TJ hat dann alle da eingeladen, bei sich zu wohnen. Oder mussten die bei TJs Familie wohnen. Irgendwie so war das auf jeden Fall. Und Nettie war da überhaupt nicht mit einverstanden. Sie wollte ins Hotel, weil sie findet die Mutter tierisch nervig. Ich habe auch ihren Namen vergessen. Aber die meinte schon, oh nein, geh schon wieder. War auf jeden Fall relativ unterhaltsam, aber nichts, was jetzt lange in Erinnerung geblieben ist. Nein, ich nicht. Ja, danach ging es dann aber mit Folge 6 weiter. Diva Las Vegas. Ja. Remote. Genau, das erste Mal der legendäre Remote. Kann ich gleich auch noch ein bisschen mehr zu erzählen. Denn Natalia, bei der von Anfang an feststand, dass sie und ihre bald heiraten werden, schwitzt ihre jungen Gesellenabschiedsparty. Nee, wie heißt das? Naja, also man weiß, dass ich meine. Junggesellenabschied, oder? Weißt du das also, wirklich so? Ja, ist schon richtig. Ich wusste nur nicht, ob der Frau jetzt irgendwie danach heißt. Junggesellenabschied vielleicht. Mhm. Naja. Und da lud sie natürlich alle Dieben ein, auch den ganzen Cast von Total Divas, auch wenn sie die Newbies natürlich überhaupt nicht richtig kannte. Und Ultra Fail direkt am Anfang. Jojo war ja erst 19 und konnte kein Alkohol in den USA. Ja, zumindest nicht in Nevada. Das ist ja von Staat zu Staat unterschiedlich, aber in Nevada ist wohl Alkoholgrenze 21. Ja, das ist natürlich bitter und so und ging sie dann langweilig die Gegend und hat stattdessen mit Justin Gabriel rumgemacht. Ja, oh, und Eva Marie war ganz entsetzt, der will dich doch nur benutzen und Jojo wollte es aber nicht hören, sie wollte endlich mal ein bisschen Spaß haben. Genau, und auch wenn, oft gesagt, bei den heutigen Verhältnissen, dass sie Gabriel Vater könnte sein könnte, mit 34 ist er, glaube ich, und sie halt einfach sehen, das ist durchaus etwas beängstigend, wenn ich gesagt. Ja, aber sie war auf jeden Fall völlig überzeugt davon, bis sie ihn auf einmal hat wegfahren sehen mit einer anderen Schnecke, nachdem sie gesagt hat, nein, heute noch nicht. Oh mein Gott. Ja, boah, da war dann Holland in Not. Sie hat ihm dann hinterher auch noch eine Szene gemacht und er gesagt, ja, bist ja ganz nett und so, aber ich hätte dann doch lieber gerne etwas Reiferes. Ja. Naja, kennst du noch den Hintergrund zu dieser Storyline? Warum man das gemacht hat? Mit Dustin Gabriel, der dann das Arzt ist. Nee. Man wollte nämlich ursprünglich einen Heel-Turn mit dieser Storyline von Dustin Gabriel einleiten. Oh, das habe ich ja ganz vergessen. Stimmt ja. Nicht? Das hatte ich damals so im Hinterkopf. Und das Bescheuerte war, das war ja ein Zeitverzug, also war es überhaupt nicht aktuell. Ja, aber es war doch wie mit Fandango gegen Tyson Kidd. Ja. Man hat die Fehde einmal bei Raw aufgegriffen, als die Folge ausgestrahlt wurde und dann eine Woche und dann war Schluss. Ja, genau, so ungefähr. Nur, dass Dustin Gabriel halt überhaupt keine On-Air-Time bekommt. Also wäre es sowieso komplett schwachsinnig gewesen, dem da irgendwie noch einen Heel-Turn zu verpassen, weil der sieht sowieso keine Reaktion aus in Südafrika und
Also dann hatte sich das quasi schon erledigt. Und dann ging es aber richtig zur Sache bei der Bachelorette Party, denn es war Remote angesagt. Ja. Herrlich. Marc ist scheinbar sehr über den Durst zu trinken. Sehr über den Durst zu trinken und war dann stockbesoffen. Und ist dann halt nicht mehr zurechnungsfähig, wie das halt so ist, wenn man trinkt. Ist dann auch vom Sofa gekippt, besoffen und wir haben ein paar lustige Szenen. Und dann musste sie irgendwie wieder nach Hause. Und Problem, Brian Danielson trinkt ja bekanntlich keinen Alkohol. Und genau wie sie in Punk, deshalb haben die auch früher so gut zusammengepasst, weil Punk auch Veganer war. Und dann ging sie wieder zurück ins Hotel und kloppte. Und dann, ich habe vor kurzem ein Interview mit Brian Danielson wieder gesehen, mit Daniel Bryan. Und er hat das ein paar Mal auch rekapituliert und meinte, das war eine berühmte Szene, die nicht so im Skript stand. Und Brie war tatsächlich stockbesoffen. Er hatte irgendwie eine Show und ein langes Match mit The Shield und eine Haushalt davor, war komplett müde, ist um 10 ins Bett gefallen und plötzlich klopft es um 3 Uhr nachts an der Tür. Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Eine macht die Tür auf. Das Erste, was er sieht, ist dieses Beleuchtungslicht, was wir kurz haben, was ihm voll ins Gesicht scheint und ist besoffen wie sonst was und er weiß überhaupt nicht, was abgeht und bei Dennis ist ja ein wirklich friedlicher Mensch eigentlich. Er meint, er hat richtige Aggression bekommen, er war in Boxershorts oder was weiß ich. Ja. Ree taumelt in seine Arme und aufs Bett und die Kameraleute kommen einfach hinterher und der kann überhaupt nicht mit der Situation anfangen. Und ich glaube, dann hat sie ihm auch Handschellen angemacht. Ja. Weil ist das nicht lustig? Und er, wenn du die mir jetzt wirklich dran machst, dann fange ich an zu schreien. Naja, und letztendlich hat sie am nächsten Morgen, glaube ich, ein schlechtes Gewissen gehabt, aber er meinte, ja, ich habe das natürlich mitgekauft und ja, halt. Ist schon okay. Es sollte nicht das erste Mal bleiben, dass wir in dieser WWE Divas Staffel Remote miterleben. Ja, und dann hatten wir natürlich wieder Nettie. Sie war nämlich, Kanada wollte sich mit ihrem alten Freund Jared treffen, um so ein bisschen über alte Zeiten zu sprechen und sich einen Rat von ihm zu holen und ja, dumm gelaufen, denn Jared war in Nettie verknallt. Und Jared hat ihr dann auch Avancen gemacht, hat ihr die Liebe gestanden und Nettie wusste dann überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollte. Ja, wie soll man damit auch umgehen, wenn man seit 10 Jahren mit demselben Partner zusammen ist und heiraten möchte und sich dann plötzlich die Frage stellt, ist es vielleicht doch nicht das Richtige? Ja, und das Schlimme ist ja, aber das kommt ja dann gleich erst noch, dass sie auch den Kontakt trotzdem nicht zu ihm abgebrochen hat und ihm kein eindeutig gesagt hat, Schluss, sondern eher so, jetzt bin ich peinlich berührt, jetzt marschiere ich mal davon. Es gibt da eine tolle How I Met Your Mother-Folge, wo es darum geht, dass man Leute am Haken hat. Ja, ja. Das war sozusagen das Ähnliche, man könnte auch von der Friendzone sprechen, gerade weil er wohl seit Jahren sehr gut befreundet ist. Aber naja, war so ein Hin und Her und er hatte, glaube ich, ein Sonnenstudio gehabt und dann hat er sie irgendwie eingesprüht mit so Bräunungsmittel und da wurde er ganz rattig dann. Sie darf er ausziehen und er macht und so ein bisschen rumgeflirte. Naja, aber das hat es dann für die Folge auch erstmal gehabt. 2 Folgen später kommt dann erst die Hochzeit. Ganz genau. Weil jetzt kam erstmal a leg up, weil Nikki hat eine Verletzung am Bein, sie hat gehadert, gehe ich wirklich zum Arzt, ich will ja nicht, aber irgendwann hat John Cena ihr dann geraten, ja, du musst gehen, weil auf ihre Schwester wollte sie ja nicht hören und dann ist sie zum Arzt gegangen und der hat eine Stressfraktur im Schienbein festgestellt. 5 bis 6 Monate Ausfallzeit und was kam als Reaktion? Oh no, my career is over. My career is over, genau, das war natürlich dann ein Schock für alle Wrestling-Fans, was für ein Verlust und apropos Oh My Gosh. Ja. Und zum Oh My Gosh sagen hat in Folge 7 auch Eva Marie, denn sie hat ein Fotoshoot für Max für das Maxim-Cover bekommen. Oh, hast du diesen hässlichen Badeanzug gesehen? Diesen Jahr? Oh, ich weiß ja nicht, warum. Wunderschön. Immer in diese... gar nicht schlecht zur Geltung. Ich weiß aber auch nicht, warum man diese Frau immer in diese altmodischen Klamotten da stecken muss. Ja, also, kannst du dich noch an Raw erinnern, wo sie diesen 50er Jahre Badeanzug hat? Tribute, ein Einteiler Outfit war natürlich auch wunderschön. Noch weiß, aber naja, ja. Mode-Experten nicht an. Aber sie hat ein Fotoshoot bekommen und Jojo war extrem neidisch. Ja, und da hat sie dann versucht, halt Jojo selbst für sich irgendwas zu erreichen, hat ja dann versucht, hier die Nationalhymne singen zu wollen, weil sie kann ja singen. Ja. Hat dann auch die Chance. Schon am Anfang, war das schon in der Folge, wo sie dann mit dem Funky Dactyl Somebody Call My Mama bei Superstars gesungen hat? Nee, das war glaube ich später. Glaube ich später, na gut. Ich glaube nur, dass sie da zu Stephanie McMahon oder Mark Carano oder irgendwo so gegangen ist und gesagt hat, hier, ich möchte auch was machen, darf ich irgendwie Nationalhymne singen? Sie musste dann vorsingen und alle waren skeptisch und irgendwie hat sie das dann doch für den SummerSlam gekriegt. Ja, hat auch dann ordentlich gemacht eigentlich. Aber was gab's noch?
Ariane und Ariane und Vinny, jawohl. Vinny will heiraten, Ariane nicht. Und war das schon die Folge? Ja, ne? Wo Vincent dann Ariane seinem Vater vorgestellt hat. Ich glaube, Italiener, kann das sein? Nee, Armenier. Armenier, gut. Ja, auch. Und dann diese traditionellen Hochzeitssachen, wo er ihr da irgendwie so ein komisches Lammfell über die Schulter gelegt hat und sie war völlig geschockt und totes Tier auf meinem Rücken und ist dann geflüchtet davon, war völlig fertig und die Beziehung stand in Jeopardy, wie die Amerikaner immer so schön sagen, weil Ariane wollte die Beziehung nicht aufs nächste Level hieven, Vincent will aber heiraten, er möchte eine Familie gründen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich immer noch gefragt, was ist denn Vincent für ein Idiot? Der macht ihr da ständig irgendwelche besoffenen Szenen, blamiert sie überall und überrumpelt sie da jetzt noch? Der wurde mir erst eigentlich in den weiteren Folgen, vor allem in unserer Mid-Season, sehr sympathisch. Naja. Der hat so eine Charakterwandlung vollzogen. Boah, ja, Charakterentwicklung pur. Was gibt es tatsächlich noch, auch im Reality-TV? Und Vincent ist ja wirklich auch in echt so. Ja, also der soll sich absolut nicht verstellen. Genauso unbeliebt wie seine Freundin Backstage wohl. Halten ihn für einen kompletten Idioten. Genau, aber ich glaube, es ist noch nicht so schlimm wie mit seiner Freundin. Die hassen ja wohl alle. Genauso wie Eva Marie. Obwohl sie die überhaupt nur aus Tour de Divas kennen und eigentlich überhaupt keinen Plan haben, wie sie privat drauf sind. Aber, ja. Aber Vincent soll halt wirklich so ein sehr spezieller Charakter sein. Soll sich immerhin nicht verstellen und das ist dann auch mal was Schönes. Ja. Und dann kam's. Ich glaube, das war die letzte Folge der... Das war das Season Finale, genau. Mit Season Finale, war ja die erste Hälfte der Staffel. Mit No Longer the Bridesmaid. Die Heirat von Nettie und TJ, die so viele schockierende Wendungen erleben musste. Erst sollte es ja draußen am Strand stattfinden. Hat nicht funktioniert. Dann hatten sie die Katzen in so komische Kostüme gesteckt. Sehr, sehr skurril. Und als dann ging noch irgendwas schief, ne? Da ging noch viele Sachen schief. Ja, dann kam Jared vorbei. Ja, Jared, der, wo Nettie dann, oh nein, und... Was soll ich tun? Genau, alle meinten dann, oh, was macht der Kerl hier? Sie hat ja natürlich erzählt, dass Jared in sie verknallt ist. Und sollte sie es TJ dann sagen? Und hat sie es TJ gesagt? Und er war dann kurz darauf, die Hochzeit abzublasen, hat dann aber gesagt, nein, so machen wir das nicht. Wir heiraten hier. Hat auch bestimmt genug Geld gekostet. Und er hat sie ihr vergeben, weil sie hatte ja auch nichts mit ihm. Aber irgendwas ist dann noch passiert. Weiß es, ich habe die Folge irgendwie überhaupt nicht mehr im Kopf, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil es ging ständig irgendwas schief. Ich glaube, die Blumen waren tot oder irgendwie. Ja, doch. Oder die falschen Blumen oder so. Irgendwas war mit den Blumen, ich weiß es aber auch nicht mehr. Auf jeden Fall ging alles schief, was schief gehen konnte. Und am Ende haben sie dann trotzdem noch geheiratet und alle waren glücklich. Ja, wunderschön. Genauso wie Johns Einladung zu Niki. Seine Familie kennenzulernen, was allerdings tragischerweise dazu geführt hat, dass Niki nicht bei der Hochzeit anwesend sein konnte. Ja, gibt's denn sowas? Ja, das war genau auch noch einer der Punkte, der schiefgegangen ist. Nettie war ja so, dass eine ihrer besten Freundinnen, da fing's dann auch langsam an, dass man die Bellas in den Shows geturnt hat, weil du kannst ja kaum einen bei Total Divas als beste Freundin darstellen, wenn sie dann sich so anbitschen bei Raw. Genau. Und das fand sie aber auch, fand Nettie überhaupt nicht gut. Aber nein. Ich glaube, letzten Endes hat sie es dann verstanden. Ja, weil wann kriegt John Cena schon mal seine ganze Sippschaft zusammen? Der hat halt so eine große Familie mit vielen Brüdern und Eltern. Ja, alle versorgen muss. Was auch immer noch, genau. Und hier. Ariane musste ins Krankenhaus, genau. Ja, das habe ich gerade komplett überlesen. Natürlich, ja. Und was war es letztendlich? Die hatte rote Flut, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Also zumindest hatte sie Unterleibsschmerzen. Sie hat doch geheult, ha, und hier und da, hat dann Krämpfe gekriegt mit Notwagen ins Krankenhaus und irgendwie haben sie dann gesagt, ja, Menstruationskrämpfe. Ja. Ganz unspektakulär. Ja, und Eva Marie und Jojo hatten praktisch keine Freundschaft mehr. Sie waren beide, Jojo war immer irgendwie so ein bisschen jealous, weil Eva jetzt hier den größeren Spot bekommen hat und Eva konnte das nicht verstehen und fand Jojo dann auch relativ nervig, weil die immer nur rumgebitcht hat. Ja. Ja, und irgendwie hat es dann gekriselt zwischen den beiden. Kannst du dich da noch genau dran erinnern? Ich weiß nur, die waren auf dem Hotelzimmer und haben... Ich weiß auch gar nicht mehr, ob sie sich am Ende überhaupt wieder versöhnt haben. Ja, nicht so richtig, nicht so richtig. Ja. Aber, naja, schlussendlich lief es dann, glaube ich, doch darauf hinaus, dass dann Eva Marie, Quatsch,
Jojo sich eingestehen musste, dass halt Eva Marie einfach im Augenblick ein bisschen mehr Glück hat als sie und sie das akzeptieren muss. Aber ich weiß nicht, ob sie danach wirklich so dicke waren und in der neuen Staffel sind sie ja auch dann zusammengepackt gewesen. Nee, dann in der ersten Folge noch, weil das war dann die erste Folge der zweiten Hälfte der ersten Staffel, wo es dann um den SummerSlam ging. Endlich stand der SummerSlam an und ja, alle waren das war eine wundervolle Folge. Die war herrlich. Also, womit fangen wir an? Richtig super. Es fing schon damit an, Niki Bella fühlt sich deshalb bedroht, weil Eva Marie immer zunehmend populärer wird. Definitiv. Ich glaube, da hat man dann noch so eine Szene gehabt, wo 10 Hansels bei ihrem Autogrammstand waren. Und ja. Und ein Mensch in der Crowd bei Raw ein Eva Marie Schild hochgehalten hat. Und das fand sie natürlich... I'm rising to the top. Ganz genau. Und dann die beste Schlussfolgerung, die ich da jemals gehört habe, hat Eva Marie nämlich gesagt, weil sie jetzt so populär ist, ja, dann müsste sie ja eigentlich auch mit John Cena rummachen, weil der populär ist. Ja. Beste Schlussfolgerung, die ich jemals gehört habe. Ich bin zwar verlobt, aber John Cena nehme ich mit. Ja, also Eva Marie wollte die neue Breen und Nikki Bella, die neuen Bella Twins werden. Sie wollte alleine die neuen Bella Twins werden. Wunderbar. Es wurde auch festgehalten, dass die Divas Popularität am Wachsen ist. Genau. Und ja, John Cena war verletzt. Er hat ja allein das Ei an seinem Ellbogen, musste operiert werden. Out of four to six months. Und Nikki Bella wusste als einzige Bescheid von seiner Verletzung. Niemand wusste vor dem SummerSlam, dass John Cena eine Ellbogenverletzung hat. Nur Nikki wusste es. Der zwei Augen im Kopf hat und diese sehr unauffällige schwarze Binde um seinen rechten Arm gesehen hat. Oder nein. Und Nikki durfte es keinem sagen. Und sie wusste ja auch gar nicht, oh, wie sollte sie mit Brie umgehen, die es ja auch nicht wusste. Sie fragte, Johns Elbow ist hurt, oh? Oh, nein, er hat ihn fixen lassen, alles in Ordnung. Zumindest tat sie so. Und dann haben sie beide dann angefeuert, den Main Event geguckt. Die wussten wohl wirklich nicht, wie es ausgeht. Und als Daniel Bryan dann am Ende gewonnen hat, ist Brie Bella vollkommen ausgerastet. Hat gejubelt. Dass Daniel Bryan den Titel 2 Minuten später verloren hat, hat man dann mal komplett ausgelassen. Er hat es auch danach weiter so dargestellt, als wäre er jetzt halt der Champion und müsste die Kombi- der King of Kings. Ja, ich weiß, der war mit Absicht. Und Ariane hatte mal wieder Anger Management Issues. Ganz genau, wie man in einer Szene gesehen hat, die haben wir schon mal angedeutet, in der sie Auto gefahren ist und vor ihr das ein Auto, ein Vorfahrer hatte, der ihr zu langsam war. Woraufhin sie erst im Auto aufs Übelste begann zu fluchen und ihn als Motherfucker zu beleidigen. Und dann hat sie angehalten, weil sie nur noch am Hupen war. Das war unglaublich. Ich weiß ja, was jeder in Amerika so macht, aber wenn, tut es mir wirklich sehr leid. Und dann stieg sie aus mit Kaffee in der Hand. Warum auch immer. Ging raus und dann kurbelte die Frau das nochmal das Fenster runter. Dann fing sie an, den aufs Übelste zu beleidigen und anzuschreien. Aber, also auch das böse Wort hier, Mother Peep, fiel wieder. Und allgemein. Die Zensur bei dieser Szene mit Beep, diesem berühmten Zensur, dem hörbaren Zensurbalken sozusagen, das war wieder unmenschlich. Also die ganze Zeit wurde nur zensiert und hat fast nichts mehr verstanden von dem, was Ariane gesagt hat. Und als der Fahrer die Fahrerin war es, glaube ich, weiß es nicht mehr, sie dann im Gegenzug einmal Bitch genannt hat, ist sie richtig ausgerastet und hat sich dann auch im Nachhinein, als sie wieder in ihr Auto gestiegen ist, bestätigt, kann er das nur sagen? Das geht doch nicht, aber gleichzeitig mit ihren Beleidigungen. Also, und den Kaffee noch ans Auto geschmissen. Ja, richtig, genau. Ja, so viel zum Thema Wutausbrüche, ne? Ja, und Nettie hatte ein Problem mit Trinity, weil die beiden hatten ein Match bei Raw und Trinity hat dann ihren Arschbump da, wie heißt der Move? Wie heißt das denn, wenn sie da mit dem Arsch da... Rearview, ne? Nennt ihr den Rearview, den Move? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube ja, wo sie da in die Luft springt und die andere mit dem Arsch umhaut. Und jedenfalls Nettie hatte sie in so einem Griff umklammert und sie hat dann sich versucht, mit dem Arsch freizumachen. Und irgendwie hat sie dann Nettie wohl in der Bauchgegend ein wenig zu hart mit dem Arsch touchiert und Nettie hat sich dabei in die Hosen gepinkelt. Ganz genau, ein bisschen. Ein bisschen.
Und war dann völlig. Was ich dann auch in dieser Folge wunderbar fand, war, dass Nettie niemand, auf keinen Fall wollte, dass es irgendjemand erfährt, aber selbst pausenlos erwähnt hat. Ja. In jedem Interview-Szene. So, oh mein Gott, Entschuldigung. Ja. Das darf niemand erfahren. Und oh mein Gott, das ist mir noch nie passiert. Sagt sie in die Kamera. Ja, also und dann sagt sie wirklich pausenlos in die Kamera. Oh mein Gott, ich kann immer noch nicht glauben, dass ich mir eingepinkelt habe. Und dann redet sie mit irgendeiner Person. Hoffentlich weiß sie noch nicht, dass ich mir eingepinkelt habe. Geht weiter. Wenn es jetzt jeder weiß, dass ich mir eingepinkelt habe, sie sagt 10.000 Mal in dieser Folge und beschwert sich gleichzeitig, dass es niemand wissen darf. Ja, Nikki ging dann natürlich sofort zu John Cena petzen. Boah, hast du schon gehört? Hast du schon gehört? Natalia hat sich in die Hose gepinkelt. John Cena meinte dann nur, ja, ich habe mir auch mal in die Hose geschissen, meine Mensch. Boah, ja. Und sie guckte dann der angewidertste Gesichtsausdruck, den ich bei Nikki Bella, ja, jemals gesehen habe. Oh my gosh, John. Und ja, CM Punk ist es ja auch passiert, angeblich jetzt vor ein paar Wochen. Ja. Hat er auf Twitter gepostet. Wir haben es nicht berichtet, weil wir es nicht als erwähnenswert fanden, darüber jetzt eine News zu bringen. Das und ja, Nettie ist dann ab in die Umkleidekabine und unter die Dusche, hat ihre Sachen weggeschmissen. Man hat sie natürlich nicht gesehen, weil da war ein Vorhang vor. Trinity wusste nicht, was los war, wollte sie zur Rede stellen und Nettie war dann richtig am Rumbitschen und konnte ihr kaum verzeihen, aber am Ende war es dann doch wieder einigermaßen gut. Ja. Also es war wirklich für mich die beste Folge. Es war eine der besten auf jeden Fall. Also es gab ein paar, wo ich mir dachte, es gab wirklich, so viel Schwachsinn und herrlich. Also es gab wirklich einige Folgen, die waren von vorne bis hinten einfach grandios. Folge 10 war dann auch wieder relativ interessant. Nurse Nikki. Denn ja, Nikki Bella hat ja ihr Schienbeinbruch, John Cena seinen Ellbogen, also waren sie beide zu Hause. Ihre Karriere ist vorbei, also hat sie jetzt genug Zeit, um John Cena zu ziehen. Ganz genau. Ja, sie hat ja, wie viele? 26 Kisten mitgebracht? Oder kam das erst später, wo sie dann wirklich eingezogen ist? Nee, das war in der Folge, oder? Was bitte? Sie ist in der Folge schon eingezogen, ne? Ja, ist sie, mit allen, mit Kind und Kegel sozusagen. Also genau, mit 26 Kartons. Sie kam dann mit ihren 26 Kartons bei John Cena an und er, wie viele Kartons sind das denn? 26. Oh, wirkte völlig entsetzt. Eigentlich hätte er entsetzt sein müssen, wie? Frau wie Nikki Bella hat nur 26 Kartons, die sie mitbringt. Und ja, dann müssen wir das erstmal alles schön einräumen. Und John Cena guckte, da hat er dann einen eigenen Schrank, beziehungsweise ein eigenes Ankleidezimmer zur Verfügung gestellt. Und da fingen dann die ersten Probleme schon an. Oh, Zusammenleben könnte schwierig werden. Ganz genau, ein Teaser auf das, was eventuell noch kommen könnte. Das war in der nächsten Folge erst, ne, mit dem komischen Vertrag, ne? Ja, ganz genau. Jedenfalls jetzt in der Folge hat dann Nikki entschieden, was kann man denn am besten machen, um John Cena zu trösten, weil er jetzt 6 Monate ausfällt. Also, ich verkleide mich als Krankenschwester und mache so einen kleinen Strip. Sah dann auch ganz nett aus. Man hat zwar nicht viel gesehen, aber ja, ich kann mir vorstellen, John Cena hat sich gefreut. Wie man noch später bei den Problemen von Ariane Dean sehen sollte, aber da kommen wir auch gleich zu sprechen. Ja, und Eva Marie durfte Ring-Announcerin spielen, auch war das grandios. Oh. Und man hat Justin, wie heißt der Ring-Announcer nochmal? Roberts. Bitte? Justin Roberts. Ganz genau. Den hat man auch gesehen, er hat versucht, ihm ein paar Tipps zu geben. Kurze Anekdote, ich war mal live bei der WWE in Berlin. Und der erste, der rausgekommen ist, war natürlich der Ring-Announcer Dustin Roberts. Und daraufhin hat es im ersten völlig unbedeutenden Match, bei irgendeinem Tag-Team-Match, Dustin Roberts Chance gegeben. Also, der ist durchaus over. Ja, jedenfalls hat Eva Marie da von Mark Carano gesagt bekommen, hier, du machst Ring-Announcer bei 3MB gegen die Usos und ich glaube Justin Gabriel, oder? Wer war der sechste Mann? Ich glaube die Usos und Justin Gabriel. Ja. Und, 6 Namen merken und... Weißt du noch, ihre Probe dafür? Ja, Ich sollte Randy Orton ansagen. Ja, und dann kam Randy Orton aber nicht aus St. Louis, Missouri, sondern aus... Los Angeles. Genau, Kalifornien. Los Angeles, Kalifornien. Und the following match, nicht, weil WWE sagt ja immer, the following contest is set for one fall. Und sie, the following match, no, the following contest. Und sie war dann völlig fertig. Oh, 6 Namen soll ich mir merken mit Ankunft und so, das kann ich nicht. Soll ich cheaten? Er sagte ihr dann aber, cheate nicht. Justin Roberts sagte ihr dann auch, cheate nicht. Dann kam es halt zu dem Dingens da zum Ansagen. Die Usos und Justin Gabriel hat sie dann wohl noch hingekriegt und dann kam 3MB.
Den, hier erst Heath Slater, Drew McIntyre und Jinder Mahal. Nein, sie hat gar nichts gesagt. Sie wusste den Namen nicht mehr. So. Sie hat doch erstmal gar nichts gesagt, richtig, hat ihn einfach ignoriert. Es kam wirklich überhaupt nichts mehr. Und später Backstage wurde sie dann zusammengefaltet und dann meinte so, ja, kennst du überhaupt seinen Namen? Ja, Jinder Mahal. Jinder. Es gibt ein wunderbares Meme, wo er dann als sehr hellhäutiger Rothaariger so daneben steht. Wurde dann erstmal, wurde sie dann zusammengefaltet. Know your role und hier, wenn du hier arbeiten willst, dann musst du auch die Leute kennen und wie kommst du überhaupt hier hin? Ja, hat Ansa auch nicht Unrecht gehabt, ne? Ja, durchaus, wenn durchaus. Es so blöd ist, sich mal 6 Namen zu merken. Und es hat auch deshalb in der Sympathie Eva Marie natürlich runtergezogen, weil 3MB natürlich Kult ist und ja. Don't mess with 3MB, das geht überhaupt nicht. Nee, das hat sie für mich wirklich sehr unsympathisch gemacht. Und was war das Genialste daran? Don't hinder Jinder. Jinder. Was bitte? Was war das Genialste an diesem ganzen Segment, dieser ganzen Story? Oh, I was bad, but I did not cheat. Ja, immerhin. Die ehrliche. Ja. Und auch noch in der Folge der schlimme C von John. Ah, Uso. Ja. Der sah wirklich nicht. John hatte sich ja irgendwie Wochen vorher verletzt und hat ständig aus seinem C geblutet. Und sie wollte, dass er zum Arzt geht. Ist sie da? Er ist dann auch nach einem Match, nachdem, glaube ich, der ganze Schuh und der ganze Socken und alles blutig war. Ja, hast auch, glaube ich, im Ring irgendwie ein Blutfleck oder so ein kleiner. Ja, das war halt das Match, was Eva Marie angekündigt hatte. Wo er sich dann so verletzt hat, wo dann auch hinterher 3MB dann zu den Usos kam und erstmal Kayfabe gebrochen haben. Hey, alles in Ordnung mit dir, Kollege? ja, und dann sind sie zum Arzt gegangen und der hat dann gesagt, ja, da könnte auch Fußpilz drauf sein oder ist sogar Fußpilz drauf und wir müssen den Nagel amputieren oder rausreißen, wie auch immer. Und so, ja, Trinity, vielleicht sollten wir deine Füße auch mal checken, weil so ein Fußpilz kann überspringen. Und ja, und dann hatte sie doch auch leichte Anzeichen. Ja, leichte, und sie war völlig schockiert, leichte Anzeichen für Fußpilz. Oh nein, Drama. Natürlich kann sowas nicht passieren, dass einer Partner ansteckt. Boah, ey, stell dir mal vor, ihre Karriere wäre fast zu Ende gewesen, wenn das jetzt dramatischer Fußpilz gewesen wäre. Mit ihrer Karriere und einer potenziellen Veränderung haben wir es auch noch in einer der nächsten Folgen zu tun. Aber ja. Ja, womit ging's weiter? Seeing Red. Ja, da war hauptsächlich doch hier mit Neri und Eva und TJ und Fandango. Eva wollte Wrestling lernen. Ist deshalb zum Veteran Tyson Kidd gegangen, der wohl häufig im Performance Center ist, weil außer Wrestling und Wrestling schauen macht er ja nichts. Genau. Und wollte ihm dann von ihm dann ein paar Griffe beigebracht bekommen. Und das Einzige, was er ihr ein Standing Figure Four Leglock, das Erste, was er ihr beibringt. Grandios. Und ja, Nettie wollte eigentlich nicht trainieren gehen und ist dann doch hingefahren und hat gesehen, wie sie halt mit Tyson Kidd trainiert, einen Headlock an ihn ansetzt und seinen Kopf in ihre Dinger drückt. Das fand sie dann gar nicht toll. Also, anstatt die beiden zur Rede zu stellen, hat sie sich Fandango gekrallt und wollte mit Fandango trainieren, der zufällig oberkörperfrei war. Das fand dann Tyson Kidd wiederum nicht schön und beide haben sich eine unglaubliche Szene gemacht. Ehe am Ende natürlich wieder alles gut wurde. Aber ja, diese Beziehung ist echt mit Höhen und Tiefen begleitet. Ja, aber ich fand es sowieso sehr nett, dass man einfach dass Fandango so überhaupt nicht perplex war, dass dann plötzlich mit Reyes irgendwie kommt. So, nicht jetzt hier, komm, ich zieh mich jetzt raus, ich habe überhaupt kein Wrestling gehabt, aber wir trainieren jetzt. Ja. Und Fandango und Eva Marie waren am Ende völlig schockiert, dass da alles so eskaliert ist. Und dann hat man natürlich, ja, John Cena hat ja Nikki Bella ein Ultimatum gestellt. Hier, du darfst einziehen, du bist ja jetzt auch schon eingezogen, aber jetzt, wo du eingezogen bist, musst du das hier unterschreiben. Du bist hier nur Gast in meinem Haus. Wenn ich möchte, dass du gehst, musst du mit Sack und Pack innerhalb von 48 Stunden verschwunden sein, du hast keine Rechte und unterschreib das oder wir können nicht zusammenleben. Ja, sie hatte damit Probleme, war sich unsicher, ob sie das unterschreiben soll und war dann schon wieder am Zweifeln, ob die Beziehung zu John wirklich Zukunft haben kann, wie immer eigentlich. Ja. Hat ihn dann zum Essen eingeladen und am Ende dann doch unterschrieben, weil John einfach nur, nach meiner Scheidung, ich habe ja eine ganze Sippschaft zu versorgen und Dachte, wenn du mich schon wieder mit einer so teuren Scheidung belastest, ist ja nicht so, dass ich Millionen verdiene. Naja, aber es wurde auch schon da deutlich, fand ich, dass Cena überhaupt keinen Hehl daraus macht, was er möchte und wie er es klarzustellen.
Ja, er möchte so leben, wie er es möchte. Nicht, wie sie es möchte. Ganz genau, und daran wird sich nichts gerüttelt, wie Andreas sagen würde. Ja, mit Bree und Brian war auch irgendwas. War das die? Das war doch da, wo sie sich benachteiligt gefühlt hat, weil Brian jetzt ja so ein großer Star ist. Und dann ach ja, er hat ja jetzt so einen großen Schedule und er hat ja gar keine Zeit mehr mit ihr. Und da hatten sie ja dann auch dieses Handygespräch, dieses Videogespräch. Wobei die beiden waren beide gleichzeitig auf derselben Tour. Die müssten sie wahrscheinlich nur für dieses Segment in verschiedene Hotelzimmer einquartiert haben. Wo dann Brian einmal auf der einen Seite war und auf der anderen Seite Brie Bella mit Josie, was suggerieren sollte, die sind zu Hause und warten auf den Brian, der jetzt ein Star ist und so viele Medientermine hat. Ja, da war ja auch dann, glaube ich, die Szene, wo sie beide zum Dinner waren und Brian dann ständig irgendwelche Anrufe für Interviews gekriegt hat und Brie dann völlig angepisst war. Und sie alleine lassen, hat sie alleine den Salat gegessen, bezahlt. Ja, Brie hat ja eine Szene gemacht und am Ende hat Nikki Bella war dann auf einmal The Voice of Reason und hat ihr gesagt, ja, du musst das verstehen. Mit John Cena weiß. Ja. Das ist nämlich auch genau Bescheid, das ist ja klar, ne? Weil jetzt gerade hat es ja verletzt, aber davor war John Cena ja der Top Dog und war auch ständig unterwegs. Und dann konnten sie das natürlich auch nachlassen. Und ja, großartig. Ariane und Vinny waren beim Sextherapeuten, weil Ariane hat Angst vor Sex mit Vincent, weil er so eine große Nudel hat. Eine der besten Angles der gesamten Staffel, finde. Ja, und dann waren sie halt bei der Psychologin und sie fragte dann so, ja, was ist denn das Problem? Ja, Vinny ist dicke Nudel und der Sex, der schmerzt immer so, ich möchte das alles nicht. Ich habe auch kein Wiener, Verlangen. Sagt sie im O-Ton. Ja, Wiener. Und ja, dann haben sie über Fantasien gesprochen und Vinny ging ganz steil, wurde ganz hellhörig und sie... Ja, genau, sie haben sich dann Gedanken darüber gemacht, dass sie ja mal sowas wie Roleplay beim Sex machen könnten oder Bondage. Und natürlich waren sie am Anfang schockiert, aber... Vinny war hellhörig die ganze Zeit. Genau, Vinny war sehr hellhörig und war deshalb im Sexshop, hat einen gigantischen Karton voller Gips. Kurze Anekdote noch zur Folge davor. Dass der mal eben so in den Sexshop gehen kann und sich 10 Millionen Sachen kaufen kann, also verrückt. Der wollte doch eine Hookah-Bar aufmachen, aber kurze Anekdote zur Folge vorher noch, wo Nikki Bella eingezogen ist bei John Cena. Wo sie den ganzen Karton voll Dildos mitgebracht hat. Oh, die Vibrator, genau. Und John Cena meinte, was ist denn das? Ja, elektrogesteuerte künstliche Penisnachbildung. Oder wie war das bei How I Met Your Mother? Man weiß es nicht. Ja, und ja, Nikki Bella ist ja eh sexsüchtig, die redet ja eh in jeder Folge nur über Sex. Die sollte wirklich Pornostar werden. Ich konnte es ja auch nicht glauben, als sie erfahren hat, dass Tyson Kidd und der Talia halt seit 10 Jahren zusammen sind, deshalb noch nie einen anderen Geschlechtspartner hatten. Ja, das geht nicht, also man muss da schon viel ausprobieren. Ansonsten. Kann sie eigentlich monogam leben? Vor allen Dingen John Cena mit seinem Ellbogen. Konnte er da überhaupt Sex haben? Ja, stimmt. Hat schon hingekriegt. Hat sie nicht auch diverse Male über ein Workout mit Jan geredet? Ja, Workout ist ja ein relativ dehnbarer Begriff, wenn man so will. Ja. Aber war auf jeden Fall herrlich. Vor allen Dingen, weil, was hat Vinny dann mitgebracht? Er hatte erst einen normalen Dildo hat er mitgebracht. Der hatte halt diese Peitsche, womit er sie dann durch die Wohnung gejagt hat, was wohl beiden gefallen hat. Und dann hier dieses Riesending, wo er dann meinte, this is a king of kings. Da war wirklich so ein Riesengerät und sie, oh, Winnie. Ja, aber letztendlich hat sie Gefallen an der Peitsche gefunden, hat ihn damit ins Schlafzimmer gepeitscht und Man hat die Tür dann angelehnt. Und der kleine Hund musste draußen bleiben oder durfte er nicht? Ja, und das habe ich nicht vergessen. Und dann zoomte die Kamera natürlich in die Kamera. You have to work the face, you have to work the camera. Dann zoomte die Kamera natürlich raus. Und man hörte, wie sie mit sie liefen ins Schlafzimmer und riefen das Yes, Yes, Yes von Daniel Bryan. Ja. Und das Letzte, was man gesehen hat, war ein Wasserstrahl aus einem Brunnen. Ich glaube, die Anspielung kann man einfach mal so stehen lassen. Ja, die Probleme sind ad acta gelegt. Ja, dann Folge 12. Get that chingle chingle.
Ariane wollte unbedingt, dass Vinny ein WWE-Superstar wird. Sie war nicht damit zufrieden, dass er halt nur eine Hookerbar aufmachen wollte. Er sollte mehr aus sich machen. Deswegen hat sie ihm ein Tryout bei Build-A-Mod verschafft. Build-A-Mod, der härteste Knochen und der größte Arsch, ich glaube, von allen Trainern, die WWE je hatte. Ein Heel daraus. Also, ja. Mod ist einfach ein Arschloch. Und weil er seine Position sicher hat, bleibt er ein Arschloch. Genau, und ja. Vinny war wenig begeistert, aber wenn sie das unbedingt möchte, dann versuche ich es mal. Es kam zum Tryout und ja, anstatt erstmal so zu testen, hier, lass uns ein paar Moves testen, wie rollt er sich ab, wie verhält er sich im Ring, hat er überhaupt ein Gefühl dafür, nein, wir machen jetzt Konditionstraining. Musste dann durch in die Seile rennen, er musste fallen und wieder aufstehen und genau. Bumps einnehmen, war dann nach 3 bis 4 Minuten völlig K.O., völlig fertig, hat schon fast sich die Seele aus dem Leib gereiert. Ja, schrecklich, wenn man sieht, wie konditionell stark die meisten WWE-Superstars besetzt sind. Ich nehme nur Ryback als Beispiel. Ja. Und, hallo, es war ein Tryout von jetzt auf gleich, dass er nicht in der besten Form seines Lebens ist, sollte ja eigentlich dann auch klar sein. Deswegen macht der Konditionstraining da relativ wenig Sinn. Ja, und bestenfalls war er ja sowieso ein Anfänger. Ich glaube, der hatte ja überhaupt keinen Hintergrund. Also was erwartet man da? Erwartet man so fertigen Indie-Star quasi, wenn man einen untrainierten Wrestler aufnimmt. Aber gut, Bilder Mod, das ist immer die Ausrede. Er war dann fertig, er wollte nicht mehr, aber man hat ja noch einen zweiten Tag vom Tryout. Ja. Ariane hat ihn dann dazu überredet, wenn du das unbedingt willst, mache ich's und gebe 110%. Und sie hat ja immer noch die Hoffnung, aus Vinny könnte irgendwas Großes werden. Eigentlich ist es ja jetzt schon ein Armutszeugnis dann dafür die Beziehung, wenn sie meint, wenn das nicht zur WWE schafft. Ne? Jedenfalls hat er dann wieder nach 5 Minuten die Schnauze voll gehabt. Der wurde dann von Bildemot immer auf die Matte geworfen und musste wieder aufstehen und war wirklich völlig fertig. Und Bildemot in der freundlichsten Konversation, die er in seinem Leben je geführt hat, gesagt, ja, ich glaube, das ist nichts für dich, aber danke, dass du es versucht hast. Ich danke dir für dieses Segment und ach, ja, mach was anderes, aber du hast es versucht, aber du schaffst es einfach nicht. Aber war toll. Ja, man hat Bildemort noch nie so freundlich gesehen. Noch nie zuvor und noch nie danach. Dass so eine Kamera doch alles ausmachen kann, oder? Ja, bei Tafelnacht hat ihm das ja eigentlich auch nicht gestört, von daher vielleicht wollte er bei den Frauen gut ankommen, die das gucken, wer weiß. Möglich. Auf jeden Fall hat sich Vinny dann dazu entschlossen, kein WWE-Superstar zu werden, sondern eine Hookah-Bar aufzumachen. Das muss wohl irgendwie sowas mit, wie so eine Shisha-Bar oder irgendwie sowas sein. Und dann gab es noch Probleme bei Nikki und John. Das wiederkehrende Motiv, wir erinnern uns. Das war doch die Folge mit der Küche, ne? Ich glaube, es war aber auch einfach, dass sie Probleme mit seinem Lebensstil hatte, mit seinem Haus. Sie fand, dass das Haus aussieht wie ein Museum. War das die Folge? Das war die Folge. Genau. Und meinte, ich da demnächst mal etwas umdekorieren zu müssen, denn das wäre ja nicht wohnlich. Und um Himmels Willen, wie könnte er denn so leben? Das ist aber auch ein echter Schneepalast, wo der Typ drin wohnt. Halleluja. Ja. Also der macht echt keinen Hehl daraus, dass er Cash hat. Nikki wollte die Beziehung dann wieder ein bisschen aufbügeln, wollte für John kochen. In seiner Küche. Ja. Sie ist dann am Kochen, John kommt rein. What are you doing here? Oh, I'm cooking for you, John. What? Ja, er ist schon sofort hier auf seiner Anrichte die Krümmel am Wegmachen und so. Oh, das scheint jetzt hier aber keine einmalige Sache zu sein, oder? Nein, eigentlich nicht. Magst du nicht, dass ich für dich koche? Ja, ich habe da grundsätzlich nichts gegen, aber du machst mir meinen ganzen Marmor siffig. Ich mag es, wie der Marmor jetzt aussieht. Ich möchte nicht, dass der Marmor dreckig wird. Ich möchte nicht, dass meine Küche dreckig wird. Denn wenn Wasser auf den Marmor fällt, gibt das einen Fleck. Ja, und dann hat Nikki hinterher noch abgespült, die Sachen in die Spülmaschine eingeräumt und abgetrocknet auch. Und dann sind Wassertropfen auf den Holzboden. Oh nein, das könnte alles aufquellen. Pass doch auf, wie kannst du es nur wagen, du dummes Miststück, in meiner Küche zu kochen. Schäm dich, ab in die Ecke. Wer sich jetzt noch wundert, warum John Cena eine Scheidung hinter sich hat. ja. Und ja. Nikki war aber dann völlig wütend. Hatte das überhaupt eine positive Auslegung? Ja, am Ende. Also ich sag ja, wenn du die Folge nicht bis zum Ende guckst, kommt dir John Cena wie der größte Arsch der Welt vor. Nikki ist dann rausgestürmt, war fertig und ist dann doch zu seinem Kumpel gegangen in diesem Fitnesscenter. Hat dann mit ihm eine Runde Schach gespielt. Und er hat dann so erzählt, ja, Nikki ist bei mir eingezogen, ja, hat jetzt hier für mich gekocht und so. Und hier, und der Kollege meinte dann so, ja, aber John, das sind doch eigentlich alles ganz nette Sachen, die sie für dich gemacht hat. Ja, aber die macht die Sachen nicht so, wie ich sie möchte.
Und beste Rat, den der Freund ihm dann gegeben hat. Ja, zu einer Beziehung gehören immer zwei, aber wenn man nicht das macht, was John Cena mag, dann, also, hallo? Ja, aber der Rat, oh den Gott. Er gegeben hat, der war doch gut. Hast du den noch in Erinnerung? Er hat ihm nämlich gesagt, ja, John, wenn das so ist, dann mach alles so weiter wie bisher, mach alles so, wie du es möchtest und sterbe allein und einsam. Also ich finde sowieso, dass diese Cameo-Auftritte, die manche Leute haben, sowieso komplett überzeichnet sind. Es gibt immer diese random Leute, die einfach reinlaufen und ein philosophisches Fazit der Folge ziehen. Das hat auch Brodus Clay in einer Folge gemacht und keine Ahnung, Danny Ryan hat es andauernd gemacht und alle möglichen Leute haben denen plötzlich Tipps gegeben und wussten es besser und weiß ich nicht, so, also dieser komische Typ bei Cena war natürlich dann Top of the Mountain sozusagen. Ja, und Trinity und John hatten Probleme, weil Trinitys Vater, der wohl Musiker ist, zufällig in der Stadt war und sie wollte nicht, dass er in ein Hotel geht und ist deshalb in das Ein-Raum-Apartment gezogen und hat dort ein bisschen die Sau rausgelassen, oder? Ja. Willst du es rekapitulieren? Weiß es nicht, ich habe es gerade gar nicht mehr so in Erinnerung. Hat er nicht irgendwie Freunde eingeladen dann da? Ja, in der ersten Nacht. Genau. Er durfte ja im Schlafzimmer schlafen. John und Trinity, die ja beide morgens raus mussten, hatten dann im Wohnzimmer geschlafen und da ist halt, wie es bei so einem Loft oder so einem kleinen Loft auch dann halt üblich ist, die Küche direkt dran. Und nachts um 12 kam der Vater dann, boah, ich hab Hunger, ich mach mir jetzt ein Sandwich. John war völlig angepisst, wollte dann auch keins. Ja. Trinity konnte es gar nicht verstehen, weil es ist ja ihr Vater. Und am nächsten Tag waren sie dann halt irgendwo in so einer Bar, wo der halt da mit seiner Band gespielt hat. Und ja, dann hat er halt die ganze Mannschaft und noch irgendwie so eine großbusige Blondine und noch zig andere Idioten ab in das kleine Apartment geladen. John wollte aber nicht. Er hatte die Schnauze voll. Er wollte nur noch schlafen und seine Ruhe haben. Hat ihr dann eine Szene gemacht? Sie hat ihm eine Szene gemacht und John ist dann wütend davongestürmt. Und am Ende gab es dann halt die schöne Auflösung, dass Trinity mit ihrem Vater geredet hat. Oh ja, er meinte, habt ihr Probleme? Ja. Als ob er das nicht gemerkt hätte vorher. Ja, und vor allen Dingen in der wunderbarsten, patriotischsten Art und Weise hat sie gesagt, ja, wir haben Probleme wegen dir. Du wohnst hier, das geht nicht. Du musst ab in ein Hotel. Oh, er war dann ein wenig enttäuscht, weil er war ja jetzt nicht mehr der Nummer 1 Kerl in ihrem Leben, aber. Ja, Mensch, welche Neuigkeit. Sie sind ja erst seit gestern zusammen. Ja. Ich bin vor allem lustig bei John und Trinity. Ich habe ja vor kurzem nochmal so einen Trailer gesehen und da habe ich eine Szene angehalten. Zufällig eigentlich nur und habe da entdeckt, dass an ihrer Wand eine Tafel hängt mit so Sprüchen. Und ich fand das halt lustig, weil sie sich halt die ganze Zeit gezofft haben. Denn es standen mehrere Sätze drauf, unter anderem so, in diesem Haus umarmen wir uns oft, bleiben ruhig, verteilen unsere Liebe, beleidigen niemanden, werden nicht laut und haben ein harmonisches Leben, so nach dem Motto. Wundervoll, wenn die dann davor stehen und wenn John Uso einen Teller durch die Gegend schmeißt und sich laut halt darüber beschwert, dass er jetzt ausziehen würde. Ja, Widersprüche sind bei Total Divas an der Tagesordnung. Ja, Folge 13 war dann in meinen Augen die schwächste der gesamten Staffel, auch weil sie halt ein relativ deprimierendes Thema hatte. Viele amerikanische Journalisten, Wrestling-Experten, Brian Alvarez, Dave Meltzer, haben diese Show nicht wirklich gerne verfolgt oder auch teilweise gar nicht, weil halt Nettie und TJ mussten ihre Katze Gizmo einschläfern lassen. Ah, ich hasse den Namen Gizmo. Gizmo ist ein schrecklicher Name. Aber das war, ich weiß nicht, ich denke mal nicht, dass das jetzt nur eine Storyline war. Das war keine Storyline, das war wirklich echt, dass die Katze eingeschläfert werden musste. Die hatte vorher schon Nierenschaden und hat dann halt einen Schlaganfall erlitten und konnte ihre hinteren Beine nicht mehr bewegen. Wer mal ein Haustier besessen hat, das gestorben ist, weiß, dass das immer ziemliche Scheißzeit ist für die Besitzer. Und ich fand das eigentlich ein bisschen geschmacklos, dass man das halt tatsächlich so in die Folge hat einfließen lassen. Das war ja wirklich 90% der Sendezeit. Aber Nettie hat auch überhaupt kein Einfühlungsvermögen, ne? Ja, das war ja das, was du schon als du das heute mir erzählt hast, gesagt hast, mit diesem wunderbaren, Kitsch hat sich gerade beruhigt, wie gerade sein Mensch geht, do it from Gizmo, und er verliert es einfach wieder komplett und dann passt es rein. Also anstatt dann einfach bei der Arbeit mal dann andere Gedanken fließen zu lassen, erinnert sie ihn immer wieder daran und macht ihn fertig. Ja, das ist so ein bisschen wie, ich will nicht, dass jemand erfährt, dass ich mir in die Hose gepinkelt habe. Aber jeder muss es wissen. Ja, aber ich sage es 10-mal und eigentlich muss es doch jeder wissen. Naja,
nicht zu machen, aber letztendlich haben sie sich ja dann eine neue Katze, hat DJ ihr eine neue Katze mitgebracht, die genauso ja. heißt, genauso aussieht, auch, ja. Wie irgendwas mit du? King of the Cotlet, nein, keine Ahnung, wie der hieß. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß der, ich hatte den Namen. Auf jeden Fall ein süßes Kätzchen, auch wenn ich diese tierisch behaarten Viecher eigentlich absolut das nicht. Simo war ja auch so ein Wuschelding. Ja, so ein Staubfänger. Und ansonsten gab es in der ziemlich darauf auf Zimmer ausgelegten Folge noch den sehr nichtigen Konflikt, dass Nikki und Rhee sich gezofft haben, weil Nikki, wie kann sie nur plötzlich freie Zeit hat, dass sie ja verletzt ist? Ich meine, ist ja nicht Rhee so. Rhee hat ja unterstellt, sie wäre im Urlaub gewesen. Und ansonsten waren Trinity genervt davon. Das war eigentlich doch ganz lustig. Ja, das war richtig lustig, weil. Gewertet, weil Trinity sauer war, dass John eifersüchtig ist, denn es stand ihr scheinbar bevor vom Creative Team eine Romanzen-Storyline aufgebrochen zu bekommen. Was laut ihr ihre Karriere natürlich in die Höhe befordert hätte, ihr auch einen höheren Gehaltscheck beschert hätte. Ja, natürlich. Sowas. Mehr Auftritte. Ja, so ungefähr. Und John ist dann wohl zum Creative Team gegangen und meinte, das geht nicht. Und daraufhin meinten die, okay, alles klar, wenn du das sagst, dann lassen wir das. Hinter ihrem Rücken. Fahren und war total sauer, hat dann mit Rhodes Clay geredet, der kam dann dazu, weil das ist so ihr bester Kumpel, weil die sind schon ewig unterwegs zusammen. Der meinte, ja, das kann er doch nicht machen. Ah, und dann ist sie zu ihm gegangen, sie haben sich mega gestritten schon wieder. Also auch irgendwie im Backstage-Bereich und dann ist sie mit ihm anders nach Hause gefahren und nicht mit ihm und der Franz voll war voll auf 180 natürlich auch, aber war dann auch so ein bisschen deprimiert und dann hat sie es ihm letztendlich erklärt, dass es doch nur in der Show ist und dass sie nie jemand anderen haben wollte, auch wenn sie für die Story dann jemand anders küssen müsste, aber das hat er nicht verstanden und dann haben sie sich noch lange, lange angezickt, bis es dann letztendlich zur Versöhnung kam und dann dazu kam ja auch noch das Fotoshooting für Jet, wo sie da im Bikini da posieren musste und John fand das natürlich überhaupt nicht schön, als ob sie noch nie im WWE-Fernsehen in kurzer Montur da aufgetreten wäre. Nein. Nitty läuft ja sowieso immer relativ knapp gekleidet durch die Gegend. Die längere Hose, die hat ja dann so komische Öffnungen an der Seite und so. Aber ein Bikini, womit sie dann auch ins Bad von ich meine, was machen die denn da, wenn sie den Ring betreten mit ihren Hinterteilen? Also das stört ihn dann nicht, oder was? Nee. Und sie geht ja auch nicht mit dem Bikini irgendwie ins Schwimmbad oder irgendwie so. Und da kann sie sich ja nicht ablichten lassen dann. Also, es geht ja gar nicht. War das dann wieder sehr präsent. Und dann kam nochmal eine richtig, richtig starke Folge jetzt. Das Staffelfinale. Oh ja. Season 1 Finale, ja. Da ist echt so viel passiert. Meine Güte, womit fangen wir an? Wir fangen an mit Maddie. Ja. Willst du es erzählen oder soll ich? Ja. Jetzt erinnere ich mich wieder. War er stockbesoffen. Ja. Ja, mir das es gab auf Remote, aber davon, das wurde leider nicht besonders lange thematisiert. Und sie, oh my gosh, sie hatte alles vergessen. Sie wusste überhaupt nichts mehr. Wie es aussah, hatte sie hatte irgendeine komische Maske auf, ich weiß nicht, waren sie wieder in Vegas, sie waren in irgendeiner Stadt, keine Ahnung. Ja, so eine komische Federmaske war das, so eine grüne, giftgrün. Federmaske, die kennt man vielleicht aus der Oper vielleicht, so kostümballmäßig, Opernball. Genau. Sie wusste überhaupt nicht mehr, sie war wohl stockbesoffen und hatte in ihrer Trunkenheit, Wunder auf Wunder, Stephanie McMahon angerufen. Und 5 Uhr morgens. Ja, wie viel? 5 Uhr morgens, 9 Nachrichten. Genau, und ihr 5 Uhr morgens 9 Voicemails hinterlassen. Sie ist dann mit einem Mega-Kater aufgewacht und wusste überhaupt nichts mehr. Das war natürlich dramatisch. Und die Nachrichten, weil sie war ja dann völlig fertig und versuchte, Stephanie aus dem Weg zu gehen, wurde dann Backstage natürlich von den ganzen Diven aufgezogen. Natürlich war auch Alicia Fox wieder dabei, die in dieser... Stephanie über den Weg läuft, das ist auch ja, haben sich ja auch mehrere Mitarbeiter darüber lustig gemacht, dass man, dass das so verständlich wäre, dass man zu Stephanie McMahon geht und dann redet man mit der, aber naja, dann hat sie es halt versucht, aber letztendlich ist sie doch gelaufen. Ja, sie ging dann erstmal Backstage rum, hat mit den ganzen Diven da gesprochen und Alicia Fox, die dann eigentlich wirklich sonst immer nur auftaucht, um über irgendjemanden herzuziehen und irgendwie zu lachen, ne? Ja, mit der Person. War dann auch wieder dabei. Und dann ist sie weitergegangen Backstage und dann hat sie Fandango gesehen, der sich gerade den Wanst eingeölt hat. Und der hat ihr dann den Tipp gegeben, hey, geh doch zu Stephanie McMahon und klär das Ganze. Und das hat sie dann gemacht, weil auf Fandango hört sie ja anscheinend. Und Stephanie hat dann gesagt, ja, wait. Und hat erstmal alle neuen Nachrichten dann
hintereinander abgespielt. Ganz großes Kino. Es fing damit an, ja, ich sollte Divas Champion sein. Weiter, ich möchte Divas Championship Match und ich hab's verdient. Und hier und da, ihr wollt mich nicht. Und irgendwann ging es dann weiter. Also in den Voicemails, hat er noch am Ende richtig geschrien. So, ihr benutzt mich überhaupt nicht richtig. Ja. Ich hab das nicht verdient. Dann kam, I'm not wearing underwear. I'm ready to ride. Warum auch immer. Und am Ende, die letzten ist es, hat sie dann I quit reingeschrien. Und man hat dann immer so Rückblicke gezeigt, wie sie dann da war, hat dann auch noch Ariane als Nutte und als Hure bezeichnet. Ja, genau. Sie tanzt wie eine Prostituierte. Ja. Und sie konnte sich natürlich an nichts erinnern. Und was macht Stephanie McMahon natürlich bei Total Divas? Die netteste Frau der Welt, so wie Bill DeMott auch. Och, Nettie, wir kennen uns so lange, wir sind im Business aufgewachsen. Wenn du ein Problem hast, dann komm doch zu mir. Wir können doch darüber reden. Alles wird wieder gut. Boah. Ja, und so verständnisvoll Stephanie McMahon auch ist, so empfinde ich, denke ich, sind halt die McMahons einfach bei solchen Anrufen, nicht wahr? Denn ein großer Macho-Man hat ja auf diese Art und Weise tatsächlich gekündigt bei Vince McMahon und ist zur WCW gewechselt. Und der Clou an der Sache ist, die Story ist echt. Nicht mit Natalya, aber es soll diese Story wirklich gegeben haben mit einem aktuellen oder ehemaligen Roster-Mitglied. Was man danach dann extra mit einem Nicht-Alkoholiker auf Tour geschickt hat, damit die Person aufhört zu saufen. Ich habe das jetzt bei dem letzten Observer Radio nicht ganz rausbekommen, wer genau war, beziehungsweise ob derjenige noch da arbeitet oder nicht. Ich habe damals sofort an hier Serena Deeb gedacht, die da dann in der Society mit CM Punk war und ja auch immer. Weil sie rumgeprallt hat, ich kann so viel trinken, bla bla. Ja, genau. Ja, Eva Marie wollte ihrer Familie endlich Jonathan vorstellen, ihren Verlobten, den man seit der ersten oder zweiten Folge nicht mehr gesehen hat. Sie kamen dann an und die waren wohl seit 9 Monaten zusammen und haben dann zuerst ihre Mutter getroffen. Ja, wer ist das denn? Weil Eva Marie hatte Geburtstag. Den kennen wir ja noch gar nicht. Ja, das ist Jonathan, wir sind seit Monaten zusammen. Wie, ihr seid seit Monaten zusammen und wir kennen den nicht? Ja, dann kam der Vater und ich glaube, 3 oder 4 Brüder noch mit irgendwelchen Frauen dabei. Und ja, Jonathan tätowiert, Baseball-Cap auf, hatte dann irgendwie so ein komisches Strickjackendingen an, aber kein Shirt darunter. Also wirkte halt nicht unbedingt jetzt wie der sympathischste Mensch auf der Welt. War er auch nicht. Nein, wurde dann auch von der Familie völlig fertig gemacht. Ganz vorbei war es dann, als er gesagt hat, dass er Eva Maries Namen in einer Fremdsprache auf seinem Unterarm tätowiert hat. Da wurde es denn erstmal klar, da ist aber schon irgendwas intensiver am Laufen. Ja, das Traurige ist ja, dass das scheint ja tatsächlich so zu sein. Also, dass man sich das, dass er sich das tätowieren lassen, kann das sein? Boah, ich weiß es nicht, ist eine Fremdsprache, wer will es nachprüfen? Also wenn es wirklich so ist, was ich diesem Pfosten total zutraue, es passt zu Eva Marie. Sie hat ihn dann auch erläutert, dass sie schon mal verlobt war und dass die Familie mit offenen Armen diesen Typen in ihrer Familie empfangen hat. Aber dann war Schluss und dann haben sie sich natürlich komplett verletzt gefühlt und das wollen sie nicht nochmal. Allerdings muss ich auch sagen, die hatten vollkommen recht in dieser Jonathan, ob er nun so dargestellt oder nicht, das war ja so ein brutales Arschloch. Also wirklich, die Familie sitzt da am Tisch und betet und weißt du, was weiß ich. Und er guckt da in eine Weltgeschichte rum. Ja, und grinst er sich guckt an. Da rum und grinst und lacht lustig und also wirklich. Ob das nun gescriptet war oder nicht, aber auch so in seinem Verhalten im Auto und seine Kommentare und also wirklich. Die Szene mit dem Heiratsantrag, die war herrlich, ne? Ja, wir wollen fragen, ob ihr uns euren Segen für die Hochzeit, für eine Heirat gebt. Wie? Wie Hochzeit? Waren alle erstmal völlig geschockt. Ja, wir wollen heiraten und habt ihr denn schon einen Ring? Ja, wir haben schon einen Ring. Wie? Ihr habt schon einen Ring und ihr fragt uns erst jetzt? No! Hell no! Kam dann vom Vater und ja, Eva und Jonathan sind dann wutentbrannt weggestürmt, weil sie haben gesagt, also wenn das jetzt dann dieses Mal wieder schief geht, dann brauchst du dich hier bei uns nicht mehr sehen lassen. Wir wollen nicht nochmal, dass du was durchmachst, wir nochmal sowas durchmachen. Und dann wollten sie erst in Las Vegas heiraten, aber Eva wollte dann doch ihren Vater nicht enttäuschen, der sie ja zum Traualtar führen wollte und hat dann gesagt, sie kann Jonathan jetzt nicht heiraten und er, nett wie er ist, hat gesagt, ich heirate dich heute in einer Kapelle in Las Vegas oder auch erst in 6 Monaten. Ja. Ja, das Leben kann kurz sein. Ne? 1,5 Jahren, und das ist natürlich
Ja. Ist ein bisschen besser. So, was gab's dann noch? Ja, die Bellas. Oh. Beide. Mit welcher fangen wir an? Mit der Guten oder mit der Bösen? Das geht ja eigentlich so ineinander über. Sollen wir mit dem romantischen Heiratsantrag anfangen? Genau, also Brian und Bree haben sich ein Wochenende freigenommen sozusagen, also haben einen Ausflug gemacht in die Natur, wo es dann zu in einer, wo sie dann in einer Holzhütte, in einer sehr wohnlichen Holzhütte, in einem Ferienhaus wahrscheinlich gelebt haben für ein Wochenende. Und dann gab es natürlich die wunderbare Szene, wo dann sie dann festgestellt haben, dass das Klo im Schlafzimmer ist hinter einem Regal. Das haben wir ja schon gerade gesagt, dass sie dann ihre Beziehung auf der nächsten Ebene gesehen haben. Und dann haben sie einen ganz langen Ausflug gemacht und wieder ein bisschen Hintergrundinformationen durch ein Interview mit Danny Bryan. Der mag ja dieses ganze Bovabo um die was überhaupt nicht und kann dieses ganze Kamerateam überhaupt nicht leiden. Und er meinte, er ist extra diese Strecke gegangen, weil er sehr, sehr bergig war, sehr verhältnismäßig, sehr anstrengend. Und hat erst ganz am Ende von dieser gesamten Klippe den Heiratsantrag gemacht, weil er wollte, dass dieses Kamerateam leidet und lange mitlaufen muss und das ganze Equipment mitschleppen muss. Ja, und letztendlich standen sie dann zu jener sehr schöne Aussicht auf einer Klippe und dann hat er sehr nervös, tatsächlich auch merkbar, fand ich, hier einen Heiratsantrag gemacht und sie hat natürlich kann man ja auch nachdem sie sechsmal, oh my gosh, Brian, gesagt. Oh my gosh, Brian, ja. Oh my gosh, Brian, are you serious? Oh my gosh, Brian, my heart is melting. Oh my gosh, Brian, hat sie angenommen. Ja, und dann sind sie ja hinterher dann zu einer Feier gegangen, die Daniel organisiert hatte, mitten im Wald, ein Streichquartett und ein aufgebauter Tisch und die Familien der beiden. Ja, auch Nikki war dabei, John Cena hatte sie vergessen. Oder der war woanders gerade. Und ja, dann kamen halt, alle waren glücklich und zufrieden. War es schöne Feier und ja, dann sah Nikki, ach, die beiden werden heiraten. Dann sah sie so ein kleines Scheißerchen, was sie so mit den Augen anguckte. Oh, ich möchte auch Kinder haben. Dann hat sie sich bei ihrer Mutter ausgeheult. Oh Mann, eigentlich möchte ich doch auch heiraten und Kinder kriegen, aber John möchte das nicht. Und die Mutter schon voll genervt kam dann so auf die Idee, was hältst du denn davon, da mit John mal drüber zu reden? Das ist eine wirklich fabelhafte Idee und das hat sie dann auch getan, um da mal fortzufahren. Aber allerdings wiederum auch erst verzögert, denn sie hat ja Freundinnen zu sich eingeladen, ihre College Girls, oh, ja, die alle bei Utrecht gearbeitet haben. Ganz ehrlich, wie doof kann John Cena sein? Also, jetzt mal ehrlich, John Cena möchte nicht heiraten, möchte keine Kinder kriegen. Also lädt er von sich aus 10 bis 15 von Nikki Bellas Freundinnen Ende 20, Anfang 30 zu sich ein und erwartet nicht, dass solche Themen aufkommen. Hallo? Ja, scheinbar nicht. Ja, John Cena ist nicht der Hellste. Ja, hat er. Auf jeden Fall haben sie dann Hutas-mäßig schön abgefeiert im Pool. Ja, vorher, im Badezimmer hatten sie sogar noch angekündigt, ne, boah, wir nehmen jetzt eine gemeinsame Dusche. Ja, haben sie nicht, scheiße. Und ja, dann waren sie im Pool und irgendwann kam dann einer auf den Gedanken, boah, also der Pool ist aber irgendwie nicht kindergerecht, oder? Also diese riesige Rutsche würde ich nicht als kindergerecht zeigen, vor allem, weil man ja 30 Meter runterrutscht oder so, oder springt, oder wie auch immer. Ja, du kannst auch von der Klippe springen. Das ist natürlich wunderbar für Kinder geeignet. Und ja, dann kam das ganze Thema wieder hoch und letztendlich hat sie durch ihre Mädels inspiriert dann natürlich auch das Thema beim Essen, glaube ich. Die haben dann irgendwie zu 30 gegessen, nachdem sie ja mit einer Stimmung durch die Gegend gefahren John sind. John Cena hat die alle angestoßen und John Cena hat mit dem Wort angestoßen, cheers, bitches. Also er wurde nicht sympathischer. Und hast du die Krawatte gesehen? Die hatte die Farbe wie Mark Henrys Anzug. Okay, nee, hab ich jetzt nicht drauf geachtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, und dann beim Essen kam dann wieder dieses Thema auf, ne, Heirat und Kinder. John Cena hat immer ausgewichen. Irgendwann meinte einer von denen nur, gibt's eigentlich auch mal die Möglichkeit, dass du mal nicht politisch korrekt antwortest? Und John Cena wusste dann wieder nicht, was er sagen wollte. Er meinte nur, nein, ich möchte keine Kinder, weil ich habe einen egoistischen Lebensstil und ich habe Wracks gesehen. Er hat es nicht als Wracks bezeichnet, aber ich habe Kinder gesehen, die in diesem Business aufgewachsen sind und das möchte ich nicht. Und dann sagte er noch, ja, wenn ich jetzt ein Kind kriege, dann sehe ich es wahrscheinlich erst regelmäßig, wenn es 10 Jahre alt ist. Soll implizieren, John Cena wird noch 10 Jahre im Main Event von WWE stehen. John Cena im Alter von 46 Jahren im Main Event von WrestleMania. Ach, verdammt, nein, das wären ja 11 Jahre. Du musst ja die 9 Monate Tragzeit noch dazu rechnen. Und er hat in dem Interview ja gesagt, dass er auf graziöse Art und Weise downsteppen will, wenn er merkt, dass er mit den Talenten nicht mehr mithalten kann. Warum er seit 10 Jahren im Ruhestand ist, sei mal dahingestellt.
Naja, nicht, wenn man ihn weiterhin gegen Leute wie zum Beispiel Ryback reinstellt, weil da muss er nicht das Gefühl kriegen, dass er schlecht ist. Da ist er gut. Das ist ein Talent, ist er aber auch mal dahingestellt. Hey, jedenfalls gab es dann ein Gespräch zwischen ihm und Nikki und wie das hier so steht, the future begins to look uncertain, denn natürlich haben sie keine Lösung gefunden. Wie könnte es auch anders sein, wenn der eine Kinder will und der andere nicht? Sie haben jeweils auf ihrem Standpunkt beharrt und Cena meinte dann letztendlich einfach nur, I won't get married again and I won't have kids. Punkt. Und Nikki guckte schon die ganze Zeit pröppelt durch die Gegend und meinte ja auch nicht so recht sagen, ich will aber, und dann meinte sie nur so, ja, dann weiß ich nicht, wie es in der Zukunft zwischen uns aussieht, und damit war's. Das ist der Cliffhanger. Der Cliffhanger genau. Für Staffel 2, die im März 2014 an den Start gehen wird. Die beiden unsympathischsten Personen dieser gesamten Serie, John Cena und Nikki Bella, die absolut nichts gemeinsam haben, die eine Beziehung haben, die absolut zum Scheitern verurteilt ist. Die sollen den Cliffhanger darstellen für, könnte ihre Beziehung noch zu retten sein? Oh, really? Oh my gosh. Oh my gosh. Das kannst du echt gut sagen. Du sagst es fast wie Brie Bella, nur in einer etwas anderen Tonlage. Oh my gosh, Brian. Respekt, ja, das war jetzt schon sehr ähnlich. Ein schönes Zitat auf jeden Fall. Ich möchte gerne ein Shirt damit. Naja. Müssen wir mal den Chef fragen. Ja. Was waren deine, sagen wir mal, drei Highlights, oder sagen wir fünf, die war so gut. Jeder noch zum Abschluss fünf absolute Highlights, weil das war Total Divas. Fünf absolute Highlights. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein Highlight rausfiltern möchte, aber als Highlight Vincent, einfach das Komplettpaket von Vinny, dem Freund von Ariane. Es gab so viele kostbare Momente. Ich würde sagen, der Angle, nenne ich es jetzt einfach mal, in der Nettie darüber redet, dass sie sich in die Hose gepisst hat. Das war auf jeden Fall sehr, sehr schockierend und unterhaltsam, man das nennen möchte. Ich fand auch, wo ich am Boden lag, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, das war bei Camerons In-Ring-Debüt bei Raw, wo sie dieses unglaublich schlechte, verbotschte Match hatte und man, was auch immer, ich glaube, man hat die Reaktion von Daniel Bryan zusammengeschnitten oder so, aber was das für eine Crowd gewesen sein soll. Ja. Hat sie zusammengeschnitten und da meinte Eva Marie auch, the crowd was insane, und ich, der das Match in Erinnerung hatte, dachte so, nee, waren sie nicht, die haben geboot, die haben boring gerufen, was auch immer das war, und die haben das wirklich während der ganzen Staffel so hingestellt, als wären die Dieben wirklich tatsächlich populär und jeder würde sie sehen wollen. Das allgemein, diese Lüge da, wie auch immer man das hingestellt hat, das fand ich wirklich total unterhaltsam auf eine gewisse Art und Weise. So, jetzt habe ich, glaube ich, drei Sachen habe ich. Okay, dann nehme ich noch. Was hatten wir denn gerade? Es war viel. Also wenn ich jetzt mal was nennen müsste, also auf jeden Fall das Segment von Vinny und Ariane beim Sextherapeuten. Arians Wutanfall da mit dem Auto. Da waren so viele Sachen. Das nehme ich auch noch mit dem Auto. Das Auto war eine wunderbare Szene mit dem Gerufe und dem Geschrei. Das war auf jeden Fall absolut herrlich. Dann die Sache mit Eva Marie und Fandango und diese ganzen Tanzaktionen, die einfach nur herrlich peinlich war. Ja. Ja, ich würde sagen, wenn man die Hintergründe kennt, dann Bremode auf jeden Fall. Ja, Bremode, ja. Ja, erste Bremode. Damit habe ich. Weiß nicht, also vielleicht noch honorable Mention sozusagen, die künstlichen diese Schuhe. Oh ja, genau, ja. Cameron. First Pigs Float! Ja. Oh ja, also da waren schon viele Highlights dabei. Vor allen Dingen, also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, schaut euch das an, wenn ihr Fans von Trash-TV seid. Also ja, natürlich ist das jetzt kein hohes Niveau, aber manchmal braucht man sowas. Ich schaue mir auch, habe ich schon öfters gesagt, so Monster-Horror-Filme an, so richtig schlecht gemachte. Und ja, ich habe da letztens erst einen gesehen, das war irgendwie, ich habe keine Ahnung mehr, wie der hieß. Das Monster war eine Mischung aus Piranha und Riesenschlange. Ich glaube, war 30 Meter groß. Was? Ja, ungefähr. Und das Ganze spielte auf Hawaii. Und die Hauptdarsteller waren gerade dabei, ein B-Movie zu drehen. Oh. Wobei, wo das Fiese angefallen hat. Also, die haben in einem C-Movie
haben die als Hauptrolle ein B-Movie gehabt, das dann halt von einem Monster infiltriert wird, das die ganzen Darsteller frisst. Großartig. Wer einen netten Einstieg ins Trash-Genre sucht, der solle sich bitte im Monsterbereich gebe ich jetzt mal einfach mal die Empfehlung des wunderbaren Films Mega Piranha raus. Oder Super Shark. Da gibt's einen wunderbaren. Super Shark ist klasse. Da gibt's einen wunderbaren Titelsong. Super Shark. Qual hatte ihn sich doch sogar als Handyklingel schon runtergeladen. Allein deswegen sollte man sich diesen Film angucken. Und auf eine ähnliche Art und Weise im amerikanischen Reality-TV ist halt auch die Total Divas sehr, sehr wertvoll. Und ich empfehle auch deshalb, es einfach mal anzugucken, weil man einfach dann on-air bei Raw die Person mit so dermaßen anderen Augen sieht, wenn dann Nettie mal wieder durch die Gegend turnt und irgendwas gegen Blase bekommt. Man sich überlegt, das hast du aber vor 5 Folgen noch anders in den Fokus gestellt. Das ist schon, also ich fand es sehr, sehr große Unterhaltung und ich bin schon sehr auf die zweite Staffel gespannt. Und ja, die zweite Staffel im März, wie angekündigt, und ich denke mal, da machen wir eine Review zu jeder Folge, ne? Ja. Ja. So, immer eine halbe Stunde oder irgendwie so, weil das ist einfach zu großartig. Aber dann könnt ihr regelmäßigen Trash-Talk mit uns erwarten. Das ist bestimmt sehr unterhaltsam. Ja, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei unserer kleinen Review von Total Divas Season 1. Und dann wünschen wir euch noch ein frohes neues Jahr, einen guten Rutsch. Ja. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.